Ja, starte mal. Ja, ich starte mal. Ich versuch's. Ah, oh. Gemeinsames Eingrooven. Ihr macht das super. Ach, was für ein Bild, was für ein Bild. Juhu. Es ist der 27. Dezember 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und nicht nur die, sondern ganz viele andere Stimmen im Hintergrund vor allen Dingen, denn wir sind auf dem Chaos Communication Kongress, den 36. seiner Art in Leipzig. Yeah. Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich zu meiner Linken den lieben Sebastian. Hi. Nein. Nein, der heißt Lars. Ich habe dich heute schon Marc genannt. Ne? Jetzt wird es aber wirklich langsam schnippi. Bald haben wir die Namen durch, aber... Möchtest du noch mal reinkommen? Schönen guten Abend allerseits. Er ist auch da. Lars! Juhu! Hallo! Ganz überraschend. Wo kommst du denn her? Ja, es ist, Sebastian muss gerade weg. Komm ich denn an? Ihr weißt, ich habe den Sebastian im Kopf, weil er nämlich nicht da ist und ich unbedingt Grüße loswerden wollte an Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Sebastian, wir grüßen. Hallo Sebastian, hallo. Die Claudia ist auch da. Hallo Claudia. Hallo, guten Abend. Gott sei Dank, ich habe sie nicht Sebastian genannt. Und dann haben wir Gäste im Sendegarten. Da haben wir einmal den Simon. Hallo Simon. Hallo, grüßt euch. Schön, Hi. Dass du da bist. Und wir haben die Macher des Twin Think Podcasts, nämlich Inga und Vera. Ich begrüße erstmal die Inga. Hallo Inga. Hallo. So klingt die Inga und so klingt die Vera. Guten Abend, Hallo. Vera. Haben wir den Unterschied gehört? Aber natürlich, wir haben den Unterschied gehört. Und wir haben, der steht uns neben uns, den lieben Sascha, der macht nämlich hier gerade so ein bisschen an der, also ein bisschen ist gut, er macht die Technik. Sag auch mal guten Abend, Sascha. Guten Abend. Guten Abend, Sascha. Und an dich habe ich gleich mal die erste Frage. Denn es begab sich, dass ich vor 5 Minuten eine Postkarte zugeschickt bekommen habe. Und da steht drauf, an den Sendegarten im Sendezentrum 36C3. Hallo Sendegärtner, da ich dieses Jahr voraussichtlich nicht zum Kongress schaffe, sende ich euch eine Chaospost von der GPN. Gruß Sascha. Wieso bist du denn nicht da? Du bist doch hier. Erklär doch das doch mal. Ja, Pläne ändern sich. Jetzt bin ich halt hier und da. Oh, du hast die Eigenschaft der Bilokation erfunden. Wir müssen nachher mal reden. Nein, die GPN war ja im Mai. Wie, die Karte ist seit Mai unterwegs? Richtig, man kann mit der Chaospost Karten von einem Event zum nächsten Chaos-Event schicken. Das ist ja krass. Quasi durch Raum und Zeit. Ja, sie haben aber momentan technische Probleme. Es geht durch die Zeit momentan nur vorwärts. Rückwärts funktioniert noch nicht, sie arbeiten aber dran. Okay. Oh, immerhin, sie dran arbeiten, was will man mehr? Ja, ganz herzliches Dankeschön, dass du bereits im Mai an uns gedacht hast und in weiser Voraussicht diese Karte losgeschickt hast. Ich habe ja auch Stimmen heute auf Twitter, die gesagt haben, der 36C3 ist die Winter-GPN. Oh. Okay, ja, die Winter-GPN oder der 36C3 soll heute ein Thema sein, wo wir uns ja hier befinden. Und wenn wir den Sendegarten vor Ort machen, nehmen wir natürlich immer das Thema der Veranstaltung eigentlich sozusagen auf. Und Inga und Vera sind hier sozusagen als Erstteilnehmerinnen. Die können so ein bisschen ihren ersten Eindruck späterhin erzählen. Und Simon ist da, weil er die Hauptorga des Sendezentrums sozusagen an sich genommen hat. Es überkam mich. Dankenswerterweise übernommen hat. Kannst du so ein bisschen über das Sendezentrum in diesem Jahr sagen und wie es das geworden ist, was es ist? Ja, also es ist ja eigentlich so, wie es letztes Jahr ist. Dieses Jahr war ja auch das Camp, das heißt, die Ressourcen waren erschöpft. Wir haben mehr oder weniger Copy-Paste gemacht. Ich bin da eigentlich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Ich habe vor 30 Tagen im Sendegate gepostet, dass ich hierher fahre mit Tochter, im Auto noch Platz habe und ob denn schon alles organisiert wäre oder ich was mitbringen könnte. Okay, und, vor 30 Tagen. Ja, und Ralf hat darauf geantwortet, ist noch überhaupt nichts organisiert. Ich könnte es ja machen, wenn ich Zeit hätte. Nachdem ich nicht auf dem Camp war, waren meine Ressourcen noch nicht so erschöpft und ich habe gesagt, na gut, dann übernehme ich das. Wir haben ja aus dem letzten Jahr noch ein recht schönes Orga-Dock gehabt, wo so mehr oder weniger die wichtigsten Elemente drin standen. Wir haben dann einigermaßen kurzfristig eine Orga-Telco einberufen, um zu gucken, was denn so die offenen Punkte waren. Und eigentlich lief es dann ganz flüssig. Also vielleicht für die, die noch nicht hier waren. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das Sendezentrum eigentlich? Woraus besteht es so und worauf muss man so achten, wenn man so eine Orga in 30 Tagen machen möchte?
Also im Prinzip ist das Sendezentrum eine sogenannte Community Assembly. Das heißt, auf dem Kongress, das ist ja hier eine riesen Fläche, wo die Leipziger Buchmesse auch ist, gibt es für einzelne Communities Unterbereiche, wenn man so will. Wir haben hier mittlerweile zwei Flächen. Das eine ist einfach eine große Fläche, wo wir hier stehen, mit dem Sendegarten, einem schönen Sonnenschirm und so ungefähr 8 Orten, wo Subcommunities sitzen können mit 8 bis 10 Sitzplätzen. Hinten nochmal ein Sendetisch, wo gerade auch eine Podcastaufnahme läuft. Und ein Stock weiter oben haben wir noch eine Bühne, die teilen wir uns mit dem Deutschlandfunk. Da ist tagsüber Programm vom Deutschlandfunk und abends ab 19.15 Uhr ist dort Programm von uns bis 0 Uhr, wo sich quasi Podcasts über einen Call for Podcasts vorher einbuchen konnten. Ja, und das waren im Wesentlichen auch die Sachen, die zu organisieren waren. Also der ganze Aufbau für hier, welche Technik brauchen wir hier, Netzwerkschaltung, welches Equipment. Auch so Details, Tischbespannung, die Tische sind alle mit Papier bespannt, da muss man aufpassen, dass das schwer entflammbares Papier ist, weil es gestern Abend eine Abnahme gab, da kriegt man sowas dann immer rausgestrichen. Ach, deswegen ist das heute erst bezogen worden, weil gestern Abend die Abnahme war. Geschickt. Dann kann man es heute Morgen an. Genau, und dann war halt viel zeitliche Koordination, also wer kommt wann, wer macht was, was muss beim Aufbau gemacht werden, aber dann auch die Sendeslots oben. Wir haben den heiße Podcast zu Gast, morgen und übermorgen, also Tag 2 und Tag 3. Das musste dann mit dem DLF koordiniert werden. Wann ist der Heise, wann ist DLF, wann machen wir Handover? Also sehr viel Kleinkram. Aber dadurch, dass das in dem Google Doc eigentlich ganz gut abgebildet war aus den letzten Jahren, wir das von Jahr zu Jahr fortschreiben, war es einigermaßen okay vom Aufwand. Wer waren denn deine Ansprechpartner dann hier, wenn du sagst, ich brauche, was weiß ich, 10 Tische und ich brauche 50 Stühle oder so und ich brauche hier 220 Volt Strom und da ein LAN. Wer waren denn da deine Ansprechpartner? Ja, es gibt generell. Claudia hebt die Hände, das sah jetzt sehr schön aus. Du hast die Tische organisiert? Grundsätzlich gibt es ja hier das Assembly-Team. Das gibt es seit dem vorletzten Camp, wo dann halt ein paar Leute da sind, die sich eben um diese ganzen vorangemeldeten Gruppen namens Assemblies halt kümmern. Das sind jetzt konkret dieses Jahr von den 17.000 Teilnehmern, die wir hier haben, haben wir ungefähr 6.000 in Assemblies. Die haben wir vorher eben geplaced. Also vorher natürlich gab es diese Assembly-Anmeldung. Ne? Wer ist das? Was für Projekte bringen die Leute mit? Brauchen die zusätzlichen Platz, zusätzlichen Strom? Wie viele Sitzplätze brauchen die und so weiter? Genau, und die haben wir dann im Assembly-Team vorher schon mal grob sortiert. Ne? Wo gehören die vielleicht interessensmäßig zusammen? Wie kann man die halt vielleicht auch nett verteilen? Ne? Wer bringt vielleicht ähnliche Projekte mit? Das wäre vielleicht ganz cool, wenn die mal miteinander reden und sowas. Und je nachdem haben wir die dann halt so mal grob sortiert. Und dann, während wir dann schon hier waren, also ein ganzes Teil von uns waren halt auch schon ab vor dem 20. hier. Ich bin hier am 21.12. dann angereist und da haben wir dann halt das konkrete Placing dann halt auch gemacht. Also das sind halt Gruppen in Größen von 2 bis 180 Leute. Ups. Und je nachdem, wo dann, also welche Tischflächen, ne, und in welche Bereiche die dann halt reingehören, das, ja, da ist man dann halt auch mal so 2-3 Tage mit beschäftigt. Hast du das denn letztes Jahr auch schon gemacht oder bist du da jetzt dieses Jahr reingerutscht in das? Nee, das ist jetzt das 4. Mal. Okay. Also das letzte Mal Hamburg und jetzt das 3. Mal auch hier in Leipzig, also schon 4-mal. Also dann kann im Prinzip ein Mensch, der für so eine Assembly sozusagen spricht, wie Simon, der kann dann zu euch gehen und sagen, hier ist meine Wunschliste, ich hätte gerne dieses und jenes und das wird dann von euch Engeln irgendwie, Heinzelmännchen, dann hergerichtet. Und wir kommen dann her und sitzen quasi wie im gemachten Nest. Fast, ja. Also da sind noch ein ganzes Teil Leute und Gewerke dazwischen. Also es werden halt so Sachen verteilt, wie zum Beispiel diese Sofas. Ne? Sofas? Ich habe gar keine gesehen. Eines haben wir dieses Jahr. Eins. Auch doch. Wir waren zu spät. Wir wollten eigentlich 2 bis 4, aber haben nur eines bekommen. Naja. Immerhin. Ich habe es ab dem 21. versucht, weil ich der Ralf auch angeschrieben hatte. So, ne? Du bist doch wieder so früh da, kannst du nicht mal fragen. Ich habe es tatsächlich auch hier fürs Sendezentrum probiert, weil ich ja jetzt ja auch so mit einem halben Fuß quasi hier dann bin. Und bin da halt auch schwer gescheitert, weil es einfach viel zu wenige grundsätzlich gibt. Und, wo kommen die denn eigentlich her? Die werden ja nicht von der Messe Leipzig vermutlich gestellt, oder? Nee, stellen die Sofas hier? Soweit ich weiß, Spenden und so diverse. Also gibt ja das C3 Logistikteam, glaube ich, die ein großes Lager haben. Da kommen relativ frühzeitig schon welche an, werden dann auch gereinigt und dann verteilt. Mhm.
Wobei und ich da P1 gesprüht. P1 gesprüht, genau, dass sie schwer entflammbar sind. Und die ganze Orga läuft über einen Rocket-Chat, also quasi ein Chat-System, wo es die einzelnen Kanäle gibt, auch für das NOC, also Network Operations Center, ne, wo dann zum Beispiel sowas wie wir brauchen ein Netzwerk auf allen Tischen oder jetzt wie hier Sendegarten braucht ein LAN an der Säule. Das hat wieder großartig funktioniert. Also Das war jetzt echt so, dass ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Also die Dose, die wir letztes Jahr hatten, die ist nicht in Betrieb, aber auf der anderen Seite der Säule ist ja auch noch eine Dose. Man hat einfach ein längeres Kabel dahingelegt und ich stecke es rein und es läuft und es ist einfach, ich sage mal danke. So was ganz Konkretes, ne, wo man sagt, das habe ich einmal gepostet im Rocket Chat und im C3NOC-Kanal. Wie gesagt, wir brauchen ein Sendezentrum da, wo letztes Jahr auch wieder eine Netzwerkdose gepatcht. Dann kam eine Rückmeldung, schickt es bitte als E-Mail an unser Ticketsystem. Dann war es im Ticketsystem und kam die Rückmeldung, ist gemacht. Hm. Also so funktioniert das automagisch mit vielen Sachen, die funktionieren. Hat man dann gar nicht mit den Leuten direkt zu tun, sondern die Dinge passieren dann. Aber ist ja trotzdem eine Menge geistige Arbeit, die da zu machen ist. Du musst das ja irgendwie zusammenhaken und zusammenkriegen und du willst ja auch nicht erleben, dass jetzt heute hier jemand steht und da hinten soll meinetwegen ein Podcaster-Tisch eingerichtet werden und es ist kein Netzwerk da oder so. Dann hast du dir da irgendwie so To-Do-Listen gemacht, die du dann immer akribisch abgehakt hast oder wie hast du es überhaupt gemacht? Ja, das läuft ja nichts, das ist deine Technik offenbar. Oder? Nee, gar nicht. Also in dem Fall, also Netzwerk wird halt vom NOC gemacht, Network Operations Center. Und die haben natürlich, wir haben es jetzt dieses Jahr relativ komfortabel, eben durch das, in Anführungsstrichen, Copy-Paste, dass wir halt zum Großteil die Pläne vom letzten Jahr verwendet haben. Halt auch für die Tischaufstellung und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt die Leute, die das letztes Jahr schon mal aufgebaut haben, machen jetzt quasi dasselbe nochmal. Mhm. Ja, und da haben wir es jetzt dieses Jahr recht komfortabel. Das war halt wirklich in den anderen Jahren ein bisschen stressiger. Na, aber wenn dann hier, du stehst halt so am 21., 22., 23. in der leeren Halle, ne, Tische kommen dann erst am 24., 25. rein, Stühle dann nochmal einen Ticken danach. Und dann davor passiert natürlich die ganze Sache mit dem Netzwerk, ne, dann hast du da so einen Switch auf weiter Flur ohne irgendwie großartig Zeug. Na, oder halt gerade, wenn die Tische dann da sind, dass es dann halt dann draufkommt noch. Also da läuft halt ganz viel parallel in ganz vielen unterschiedlichen Gewerken, wo ganz viele Leute dann halt auch beteiligt sind. Ja? Also die Tische hier für 6.000 Leute, das sind eben nicht 5 Leute, die das machen, sondern da sind dann hier halt zig Leute beteiligt, das dann halt auch wirklich auf die Fläche zu bringen. Und das sind dann halt auch die fleißigen Engel, die dann halt beauftragt werden, bitte da mal verteilen. Hier ist die Tischverteilung, hier ist der Tischplan. Der wird halt normalerweise im Vorfeld auch immer schon gemacht. Da gibt es dann wen halt im Assembly-Team, der dann halt mit AutoCAD Magie macht. Und hinterher gibt es da halt diese Hallenpläne. Und da wird dann halt auch berücksichtigt, die Assembly bringt einen Dome mit, die Assembly bringt halt eine Rennstrecke mit, die Assembly bringt dies und jenes mit, ne? Und wenn dann Leute halt ankommen, so am 25., ach übrigens, wir hätten jetzt ganz gerne noch dies, das oder jenes, ist so, schwierig. Genau. Wir wollen ja auf offenem Feuer grillen. Wie geht, das ist doch kein Problem, oder? Draußen. Aber zurück zu der To-Do-Liste von Simon. Wie hast du es gemacht? Genau, also wir hatten einen Google-Doc. Da waren auch schon die Inhalte vom 35 und 34 C3 drin. Das heißt, den haben wir einfach sozusagen alles kopiert. Einmal in Kapitel 36 C3 und im Kern waren es eigentlich 3 Unterkapitel. Das eine war eine Checkliste für den Aufbau, also was ist da alles zu tun. Dann eine Mitbring-Checkliste. Also quasi, wer bringt Headsets, Kopfhörerverstärker, ein Drucker steht da drüben, weil man immer spontan nochmal einen Aushang machen muss. Wer bringt sowas alles mit? Da waren noch ein paar Sachen, die bis relativ knapp vor dem Kongress jetzt auch noch offen waren, wie zum Beispiel unser Monitor am Eingangsbereich, wo das Programm durchläuft und wer macht den Raspberry Pi dafür. Aber da haben wir dann über Sendegate eben Posts gemacht, wo sich Leute in Schichten eingetragen haben, gesagt haben, ich kann noch einen Kopfhörer mitbringen, ich kann hier dies und jenes mitbringen. Und dann quasi für diese ganzen, du hast gesagt, Untergewerke, also quasi, wer macht den Willkommenstisch vorne, was ist da zu tun, wer macht den Sendetisch, welcher Rechner ist da, welche Ultraschallversion läuft da drauf, wer macht die Bühne, wann ist Einweisung der Videoengel, das haben wir sozusagen in einer Tabelle, jeweils mit einer Sektion, haben dort die Sachen vom letzten Jahr alle rot gemacht, um zu gucken. Leute konnten sich dann wieder schwarz machen, sozusagen, wenn sie es wieder übernehmen. Für alles, was rot geblieben ist, haben wir dann geguckt, wer das eben entsprechend macht. Und so hat sich das eigentlich alles ganz gut ergeben, bis auf eines. Morgen ist der Junghacker-Tag, also immer Tag 2 ist er speziell für Kinder und Jugendliche. Und da waren wir dann am Ende tatsächlich zu spät dran. Also wir haben kein dediziertes Programm jetzt für Junghacker, versuchen aber jetzt auf dem Kongress für nächstes Jahr
schon ein Team zusammenzustellen, dass man das dann nächstes Jahr auch hinbekommt. So eine Orga 30 Tage vor Beginn zu übernehmen, ist ja irgendwie ungewöhnlich. Oder ich denke, so nach meinem was ich so kenne, ist die Planung eigentlich immer eher weitläufig im Voraus. Jetzt bist du, also es fühlt sich so ein bisschen an, als wärst du so eingesprungen sozusagen. Ist das so geplant gewesen oder ist da irgendwas schiefgelaufen? Oder wie kommt es, dass das so ad hoc irgendwie passiert ist? Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe gepostet, ich fahre hierher, kann ich was mitbringen? Auf einmal hatte ich den Orga-Hut auf. Ich denke, das war einfach dieses Jahr. Das Mikado-Spiel war das wahrscheinlich, das berühmte. Genau, zu langsam. Entschuldigung. Dieses Jahr mit dem Camp und was da alles zu tun war, war das einfach so, dass man sehr spät, ich meine, jeder wird gewusst haben, was zu tun ist, aber dass man sehr spät sozusagen drauf gekommen ist, jetzt muss es dann tatsächlich auch losgehen. Und bei mir war es so, dass ab Anfang Dezember halt einfach Zeit da war und dann habe ich gesagt, mache ich das. Gerade weil es sich halt abgezeichnet hat, dadurch, dass wir es so machen wie im letzten Jahr auch, dass es halt schon viel zu tun ist, aber trotzdem irgendwie einigermaßen überschaubar ist. Wir sollten vielleicht noch erklären, du bist insofern planungserprobt, weil du eine eigene Akademie leitest und sowieso mit so Veranstaltungen und Veranstaltungen herstellen und so weiter relativ gut geübt bist. Also du konntest wahrscheinlich viele Dinge, die du so in deinem täglichen To-Do benutzt, einfach dann auch genau, also gebrauchen. Vieles, ne? Vieles am Ende einfach Projektmanagement oder Eventmanagement, ne, wo man sagt, es geht halt drum, dass Leute bestimmte Sachen tun, man sicherstellt, dass die auch getan werden, die richtigen Dinge am richtigen Ort sind. Genau, das kann sicher nicht schaden, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat. Wo wir gerade dabei sind, magst du in Kürze ganz kurz mal dich selber und dein Tun hier in der Podcast-Welt erklären, damit wir alle Hörer, die jetzt nicht wissen, wer ist Simon, überhaupt eine Vorstellung haben, wer du bist, was du machst? Also ich bin von der Ausbildung, ich habe studiert Elektrotechnik und Philosophie. Was eine schöne Kombination. War ursprünglich mal an dem Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Da bin ich mit MP3 in Berührung gekommen, weil das ist sozusagen die Autotechnik dort, ist der Ort, wo MP3 herkommt. Und bin dann aber irgendwann mal ins Wissensmanagement abgewandert. Also sozusagen in die, da wo es darum geht, wie kann man in Firmen, in Organisationen Wissensflüsse optimieren. Ja, und da ist natürlich im Kontext von Wissenstransfer, aber auch Wissensbewahrung, ne? Viele Mitarbeiter gehen in Ruhestand, wechseln das Unternehmen. Wie kann ich da Wissen bewahren? Ist natürlich das Thema Podcasting eine super Möglichkeit. Ne? Man stellt sich vor, man macht sowas wie CRE mit allen Wissensträgern in der Organisation. Habe ich natürlich einen Riesenbestand an Know-how, der da aufgefangen wird. Und das sind Dinge, die wir in der Cognin Akademie in Nürnberg tun. Zum Beispiel in so Podcast-Dojos, wo man Leuten einfach beibringt, selber Podcasts zu machen. Mhm. Was sich hier am Kongress völlig normal anfühlt, was aber in einem durchschnittlichen DAX-Konzern völlig fern noch ist. Ja, angefangen bei, es gibt keine Schnittsoftware auf dem Rechner, ich kann im Bestellsystem kein Headset bestellen, es gibt keine Audiorekorder, all sowas. Also da gibt es schon noch einige Hürden zu nehmen, aber ich glaube, es hat großes Potenzial. Und du siehst doch, dass der Audiokonsum zur Wissensweitergabe auch nützt. Also ich frage deshalb, weil ich eben auch Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel habe, denen ich auch immer versuche, Podcasts irgendwie nahe zu bringen. Es gibt aber Leute, die sagen mir ganz konkret, nein, ich lese lieber. Das Hören ist nicht so meins, ich lese lieber. Andere schwören irgendwie auf die 5 Minuten YouTube-Video-Einführung oder so. Du legst aber den Schwerpunkt auf Audio? Nein, wir machen auch, es geht auch, was weiß ich, Einführung von Wikis zum Beispiel, da geht es dann eher um textuelle Beschreibungen, aber auch Videoplattformen. Ja, da merkt man dann auch schön, wie die, was weiß ich, jemand, der von Video sozusagen eher kommt, ne, der sagt dann, was Podcast, wie so lang dauert das? Das muss doch in 5 Minuten gehen. Ja, dann sage ich, 5 Minuten ist nicht mal die Vorstellung der Gäste durch, das können die sich dann gar nicht vorstellen. Und auch die Leute, die halt tendenziell eher was lesen, die kriegt man meist mit den Pendelzeiten. Ja, weil eben ganz viele Leute... Ach so, ich dachte gerade an das Pendel so von den Augen. Aber so, du bist ganz müde. Nein, es ist einfach so, dass viele Leute eine halbe Stunde einfach zur Arbeit haben. Ne? Und da kann man eben sehr gut Podcasts konsumieren, während wenn du von U-Bahn in S-Bahn und so weiter umsteigst, man eben schlecht lesen kann. Und das ist was dann für viele auch einleuchtend ist. Und der Erfolg deiner Akademie zeigt, dass das irgendwie schon auch einen Nerv trifft, offenbar. Auf jeden Fall stark im Kommen. Ja. Ja. Es ist noch kein Mainstream, würde ich sagen. Also es machen wahrscheinlich noch nicht. Hat sich da in den letzten Jahren was geändert, wenn du vor 3 Jahren das Wort Podcast verwendet hast, beziehungsweise im Verhältnis zu heute? Ja, absolut. Absolut. Also es war zum Beispiel, wir haben sehr viel in der Automobilindustrie zu tun. Da war letztes Jahr von einem Elektromodell die Vorstellungskampagne, auch extern, lief komplett über Podcast. Die haben ihren Mitarbeiter-Podcast öffentlich im iTunes-Verzeichnis
Da passiert intern viel mit Podcasts. Also das ist viel mehr als vor 3 Jahren. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist auch mit den Verfügbarkeit, mobile Endgeräte. Ne? Immer mehr Mitarbeiter haben eben ein Smartphone von der Firma oder kommen mit ihrem Smartphone ins Netz, können dort Content runterladen, was vor 3, 4, 5 Jahren auch noch nicht so der Fall war. Mhm. Also die Widerstände bröckeln da so langsam. Wer jetzt von dir mehr hören will, man hat die Möglichkeit, in deinen eigenen Podcast reinzuhören. Wie heißen die? Oder? Genau, ich habe den LernOS on Air Podcast Knowledge on Air Podcast. Beide seit 2, 3 Wochen auch auf Spotify oder eben über RSS-Feed. Das sieht so, du hast dich quasi entschuldigt. Ja, ich ist das nicht so? Nee, hast du lange überlegt? Diese ganze Diskussion, ob man da die Plattformen fördern soll oder sozusagen im offenen Netz bleibt bei Podcast, bei Spotify, finde ich gut, dass man beides machen kann. Und es war einfach die Nummer 1 Feedback-Anfrage. Ich würde euch gern hören, aber warum seid ihr nicht auf Spotify? Und irgendwann sagt man dann, na gut, dann gehen wir auch auf Spotify. Einfach mal so der Zeit folgend. Einfach der, ja. Ja, warum nicht? Ich würde jetzt wieder gerne so ein bisschen zurück zum Kongress. Claudia hat ja gerade so schön gesagt, ich bin am 21. hier aufgeschlagen, leere Hallen sozusagen. Wann hat denn für dich der Kongress eigentlich begonnen, also wirklich ein Kongress zu sein und keine kalte, leere Halle? Ungefähr heute Nachmittag um 5. Okay, so spät? Ja, ja. Also es war gestern noch sehr, sehr leer. Also wirklich halt auch so die Tischflächen halt, die wir eigentlich vorher schon befüllt haben. So also dedizierte Plätze für verschiedene Gruppen. Ne? Und dann kommt man da hin und es ist dann halt so eine Riesenfläche, wo eigentlich 360 Leute reinpassen oder so. Und es sitzen 5 Leute da und es ist dann so, an welcher Stelle fängt jetzt das Telefon an zu klingeln, dass dann halt irgendwie zeitgleich 4000 Leute aufschlagen oder sowas und dann irgendwo ein Drama entsteht? Das ist tatsächlich erfreulicherweise ausgeblieben. Mhm. Also wir hatten halt so ein paar kleinere Supportfälle, aber halt keine großen Dramen. Das fand ich gut. Das funktioniert mittlerweile echt gut halt auch mit diesem Vorab-Placen und alle halt dann in dieses C3NAV eintragen, also c3nav.de. Das ist dann so quasi eine Kartenansicht hier vom Messegelände, wo dann halt auch Points of Interest drin sind und da sind halt auch sämtliche Assemblies vorher schon drin zu finden. Das heißt, wenn die Leute hier ankommen, müssen sie nicht uns fragen, sondern können quasi nachgucken, wo ihre Fläche ist, ne? Und dann halt auch wirklich so auf den Doppeltisch genau. Und das hat erfreulich gut funktioniert und irgendwann heute Nachmittag ist dann so langsam die Anspannung gewichen und es war dann so ein, okay, jetzt so langsam bin ich da. Die Kinder lernen laufen und ich kann mich so ein bisschen zurückziehen. So. Ja, nee, nicht lernen laufen, die laufen hier schon ganz fleißig selber, aber es war eher so ein, nee, offensichtlich kommt jetzt wahrscheinlich kein grobes Drama mehr, so okay, jetzt kann ich mal langsam angucken, mir einfach anzusehen, was die Leute mitgebracht haben, was es halt alles so Cooles zu sehen gibt und nicht so ein, passt das hier, passt das da, sind da alle da, ne? Und so, ne? So dieser so Modus-Umschalter. Genau, ja. sondern eher so ein angekommen Genießerblick, so entdecken. Ja. Bleibst du auch noch länger zum Wiederabbauen da? Oder nee, also wir bleiben, genau, wir fahren über den 31. dann nach Hause, wir haben ja ungefähr 8 Stunden Autofahrt. Ja. Also wenn jetzt hier irgendwelche Dramen sind, dann kommen wir am 31. nochmal rein, halt irgendwie bis Mittag oder so. Aber eigentlich sollten hoffentlich genug Leute da sein, die dann halt auch nach Ende des Kongresses dann tatsächlich auch noch vor Ort sind. Wirkt ja auch gegen den Blues, gegen den Kongress-Blues. Ja. Alle nicken so. Inga, genau. Wann hat für dich denn der Kongress angefangen? Gestern Abend. Aha. Also wir waren... Nicht erst heute Nachmittag, wie bei Claudia. Nein. So, wie war das denn, hier so reinzukommen? Warst du schon mal in der Messe Leipzig vorher? Nein. Kennst du die Gebäude? Und es war wirklich, also ich brauchte eine Stunde, um anzukommen. Oder nur? Zwei. Ach, nee, ich wollte gerade sagen, eine Stunde finde ich jetzt sportlich. Also ich war wirklich völlig überfordert mit allem und den ganzen Eindrücken und ja. Was war, kannst du das in Worte fassen, was war die Überforderung? Zu weitläufig, zu viel optisch, zu viel akustisch? Ja, na, akustisch nicht mal, es waren ja noch nicht so viele Leute da, aber irgendwie die ganzen Eindrücke. Also dieses Fairy Dust in echt zu sehen, die ganzen Leute, die man hier kennt, dann plötzlich Fremde und ja, keine Ahnung, Eindrücke. Und alles blinkt. Und alles blinkt. Und überall sind Roller und Einräder und ich weiß nicht was, also das war sehr... Obwohl du Potsdok erprobt bist und Deichpott erprobt bist, war das hier trotzdem nochmal was anderes. Ja gut, da sind ja 40 bis 100 Leute, hier sind halt mal, weiß ich nicht, wie viele sind hier? 17.000.
Ja. 17.000? Ne? 17.000, okay. Das ist halt auch eine Hausnummer. Ja. Ja. Kann sein, dass 17.500 sind, aber. Ja, aber die also was. Die verteilen sich jetzt mittlerweile ganz gut. Ja, also je nachdem. Wenn man ungeschickt in eine Richtung will und es kommt dann nur so eine Wand von Menschen entgegen, dann merkt man schon, ups, ist doch ganz schön voll. Mhm. Und trotzdem ist immer jemand dazwischen, den man kennt. Das finde ich so faszinierend. Also egal, wann ich wohin laufe, ich sehe immer jemanden, den ich kenne. Das ist sehr faszinierend. Schön, ne? Mhm. Aber jetzt bist du sozusagen angekommen? Ja. So? Ja. Findest du dich zurecht? Also es war gut, dass wir gestern Abend schon hier waren, weil dann konnte ich mich schon mal akklimatisieren. Heute Morgen waren wir recht früh da, schon um 9:30, glaube ich. Deswegen. Da war quasi tote Hose, genau. Oder was? Erschreckend, ja, aber ja. Der steckt leer. Ja. Okay, Vera, wie war das bei dir? Wann bist du denn angekommen sozusagen? Also ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie diese Überforderung hatte und ich glaube nicht. Also ich war irgendwie habe ich auch gestern schon gesagt, so irgendwie dieses Gefühl von, oh Gott, ist das alles viel hier, blieb bei mir aus tatsächlich. Also ich war gleich hier und ich kannte das Messegelände so von aus dem Fernsehen quasi, so von der Büchermesse oder Buchmesse, so heißt das Ding. Und deswegen weiß ich auch nicht. Also. Und die vielen Menschen machen dir auch nichts aus. Nee. Du bist also so Menschen gewöhnt eigentlich. Genau, ich war ja jetzt auch auf der Buchmesse in Frankfurt, da war es sehr, sehr, sehr viel voller als hier. Okay, deswegen, das weißt du Claudia rüber, weil die ja auch da gewesen ist und nichts, kannst du das bestätigen. Wir waren quasi gemeinsam da sozusagen oder haben uns da. Und genau, also irgendwie ist das ausgeblieben, diese völlige Überforderung und oh Gott, ist das hier bunt, also es ist bunt und so, aber ja. Okay. Und hat sich schon sowas wie, ich kann das auch genießen, ich kann was mitnehmen? Ja. Haben sich so, sagen wir mal, auch aus dem Fahrplan heraus so Ziele ergeben? Oder das würde ich gerne sehen, die Veranstaltung muss ich unbedingt erleben. Wir haben heute festgestellt, Holgi hält morgen irgendwie einen Jahresrückblick oder so. Ist das etwas, wo du hin möchtest, wo es dich hinzieht? Ich bin da in der Schicht eingeteilt, deswegen bin ich da eh dabei. Ach so, okay. Ich habe mir viele Sachen irgendwie in meinen Fahrplan eingetragen, aber irgendwie habe ich davon noch nicht so viel. Ich bin hier eher rumgelaufen und habe Zeit mit den Menschen hier im Sendezentrum verbracht. Also das war jetzt so Priorität Nummer eins erstmal. Und natürlich auch die Hallen angeguckt und so. Ich will mir jetzt noch irgendwann was löten, habe ich gesehen schon. Genau. Und das klingt auch sehr so doppeldeutig. So. Als würdest du dir was hinter die Binde schütten wollen, aber du meintest, nee, ich habe da so eine LED-Ente gesehen, wo ich dachte, ja, die passt zu den Küken irgendwie gut. Und dann eine LED-Ente? Genau. Aha, wir waren gestern bei der Binary Kitchen, da wird die Wäscheklammer gemacht. Wo ist denn die Ente? Die ist da auch irgendwie in der Ecke. Also da ist ein bisschen größer und genau, die wollte ich dann mal gucken, ob ich die gelötet kriegt. Hast du schon mal gelötet? Hast du Erfahrung? Irgendwann mal vor Jahren in irgendeiner Schule, ich weiß nicht mehr, welche Klasse es war. Oder. Mhm. Aber irgendwann habe ich gelötet und ich glaube, ich habe immer alles falsch gemacht. Obwohl du den großen Bruder hast. Obwohl, genau. Aber der hat mir das nie beigebracht. Tja, naja, vielleicht kommt das jetzt, dieses Wochenende. Inge, was sind deine Ziele? Hast du irgendwie was ausgesucht aus dem großen Programm? Ja gut, als Fanboy muss ich mir natürlich die beiden Sachen mit Nikolas angucken heute Abend. Oh, ansonsten, das wird aber eine lange Nacht. Ja, vielleicht gucke ich es mir auch nicht zu Ende an. Aber ansonsten, ich habe mir so viel vorgenommen und habe noch nichts davon in die Tat umgesetzt. Also, warum nicht? Weil ich einfach zu abgelenkt war von anderen Dingen. Also wir standen ja sehr lange für Pudding an. Wo gab es denn den? Bitte? Wo gab es denn den Pudding? Gegenüber von der Chaos-West-Bühne da. Wir waren bei dem Waffel-Operations-Center. Ach, das Waffel... Genau, und die beiden Ersten, die Pudding bekommen haben heute. Jawohl. Ja, also überhaupt Pudding. Und den gibt's im Moment kenne ich eigentlich nur den Twitter-Kanal C3 Pudding und habe festgestellt, neben den Waffeln gibt es jetzt auch noch Leckereien. Ja. Und wer steckt dahinter, wisst ihr das? Die Binary Kitchen. Die Binary Kitchen, also Judith und Ansgar und die anderen. Und die rühren da Pudding und verteilen den einfach gegen kleine Spende oder irgendwas. Ja, gegen kleine Spende. Die kochen jeden Tag 10 Liter Pudding, Schokopudding. Okay.
Okay. Ich habe schon gehört, morgen wollen sie das Doppelte, die doppelte Menge. Also 20 Liter Pudding morgen kochen, habe ich schon gehört. Und dann Claudia, sind das so Leute, die auf den letzten Drücker gekommen sind und gesagt, übrigens, wir wollen auch jeden Tag hier 20 Liter Pudding kochen? Nee, nee, die haben sich tatsächlich erfreulich früh gemeldet. Ja. Das konnten wir dann halt auch relativ gut placen. Da war dann halt eher so die Sache so, naja, genau wie mit dem Löten. Ne? Also Löten ist für die Messe Leipzig schwierig. Ja, deswegen ist alles, was mit Löten zu tun hat, findet man eigentlich so auf einen Haufen, beziehungsweise so auf, ich glaube, 3 oder 4 unterschiedliche Haufen. Ne? Aber es gibt halt so extra Löt-Areas, wo dann halt auch Feuerlöscher sind, wo ein Brandbeauftragter ist und so weiter, wo dann halt auch Leute von der Messe drauf schauen. Ne? Und genauso war das dann halt bei dem Waffle Operation Center, wo wir dann so ein bisschen einen Hack gemacht haben und das nicht als extra Ding angemeldet haben, sondern wir haben sie einfach in die Area von dem Waffle Operation Center reingesetzt. Jetzt müssen sie halt mit den Leuten vom Wok reden, aber ich glaube, da kommen alle gut mit klar. Das ist so ein, dafür brauchen wir halt nicht noch einen neuen Brandschutzbeauftragten, um halt eine neue Area aufzumachen, wo halt Dinge erhitzt werden, was dann wieder die Messe nervös macht. Ja, also Brandschutz halt wird hier schon ziemlich groß geschrieben. Ja. Überhaupt Sicherheit. Also ich habe so dann, vor 3 Jahren, als wir zum ersten Mal hier waren, hatte ich das Gefühl, es waren riesen viele Auflagen. Das hat sich so ein bisschen, nach meinem Gefühl, letztes Jahr, zumindest in der Wahrnehmung, ich hier so als Normalteilnehmer, war das schon eher so ein bisschen gemäßigter, so nach dem Motto, als ja, wir haben gesehen, die Leute vom Club, die können auch selber ganz gut aufpassen. Ich habe es gerade vorhin zum Beispiel gesehen, da kam jemand auf so Skatern daher und der wurde von einem Menschen mit so einem Knopf im Ohr angesprochen und gesagt, komm mal eben her. Und dann hat er irgendwie gesagt, pass mal auf, du kannst ja hier gerne fahren, aber bitte doppelte Vorsicht und nicht einfach so los. Das war wie so eine Art Dorfpolizist, der einfach mal gesagt hat, Junge, was machst du denn hier? Also auf eine wunderbare Art und Weise entspannt, aber doch mit einer klaren Ansage. So. Und so kenne ich und nehme ich den Club auch wahr. Ja, aber das sind halt auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die es von sich aus sich da halt auch dann wirklich daran halten. Ne? Also da kannst du natürlich entweder irgendwie 4 Tage lang die Leute anfacken, sie sollen jetzt bitte aufpassen und so weiter. Normalerweise reicht es, wenn man es ihnen halt wirklich einmal sagt. Ne? Und deswegen ist es eigentlich, es hat sich nicht so viel geändert von den Auflagen vom ersten Jahr zu jetzt im zweiten oder dritten. Okay. Aber die Leute haben sich einfach relativ bald daran gewöhnt, dass man jetzt halt nicht unbedingt Wildlöten irgendwo so direkt neben irgendwas, was gegebenenfalls noch in Flammen aufgehen könnte, machen sollte. Ja? Oder halt, dass hier eben nicht einfach irgendwelche Partytischdecken sind, sondern eben halt so ein passendes, etwas flammengehemmtes Papier, ne, verwendet wird, um eben diese Tische hier zu beziehen. Das ist jetzt hier halt einfach so und das funktioniert und man muss es den Leuten nicht nochmal extra sagen. Deswegen fällt es vielleicht weniger auf, dass die Auflagen noch da sind. Ja, kann sein. Man hat sich auch so ein bisschen dran gewöhnt. Oder wir achten selber drauf und dann ist natürlich auch die Ermahnung, die vielleicht am Anfang so präsent war, gar nicht mehr so unbedingt notwendig. Ja, ja, genau das. Lars, wann hat denn für dich der Kongress angefangen dieses Jahr? Das kann ich auf einen ganz konkreten Zeitpunkt festmachen. Gestern in der Tram. Als wir Hast du dein Mikro noch ein kleines bisschen zum Mund ziehen? Oh, ich höre dich so blöd. Ja, ich, so, Entschuldigung, ich vergaß. So. Gestern in der Tram, nachdem wir sind also dieses Jahr mit der Bahn angereist und sind dann gestern in eine Tram gestiegen, in die Linie 16, die hier zum Messegelände führt vom Hauptbahnhof aus. Und nach 2 oder 3 Stationen stiegen ein paar Leute mit Rollern und so Geräten zu, guckten sich ein bisschen um. Und bei uns saßen schon so 2, 3 Leute, die sich, also meine Frau und ich und noch 2 Leute, wir kannten uns dann nicht. Und die sagten dann, ah, dann setzen wir uns einfach mal zu den Leuten hin, die hier so wissend grinsen. Und in dem Moment eine Dame, die da saß, die hatte also auch einen Roller dabei und in dem Moment entspann sich voll der Nerd-Talk über Roller und den Umbau. Sie hatte ihren brandneu und traute dem nicht und das Ding wirkte recht instabil und ja, mal gucken, ob man da was machen kann. Und dann fingen die voll an zu fachsimpeln. Ich sage, alles klar, ich bin angekommen. Das war noch in der Straßenbahn auf dem Weg. Noch bevor ich auf dem Gelände war. Das war so Außenstelle Kongress in der Bahn. Das war sehr, sehr schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Klasse. Das, super. Ja. Und gestern hier dann anzukommen, ich habe ja schon mal, glaube ich, eher gesagt, vom Kongress wegzufahren. Danach habe ich ein paar Tage Heimweh, obwohl ich gerade nach Hause fahre.
das war jetzt so ein bisschen wieder wie nach Hause kommen sozusagen, so hier wieder anzukommen, inzwischen dritte Messe oder dritter Kongress in Leipzig, man kennt es inzwischen, man weiß genau, wo man hin muss und wie es läuft und wo die Eingänge sind, während man beim ersten Mal vielleicht noch so ein bisschen um Rumsuchen war. Jetzt ist man einfach so durchgestürmt, hier die Tische, Copy-Paste war auch alles da, zack, Gerümpel los, Jacke raus und erstmal kurz ein bisschen rumgucken. So, also gestern so reingeschlüpft. Jetzt ist dieses Copy-Paste jetzt schon ein paar Mal gefallen und es hat ja mit dem Sommercamp zu tun, was gewesen ist. Und vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem Motto zu tun, was wir alle auf unserem Bändchen durch die Gegend tragen, Resource Exhaustion, also die Reserven oder die Quellen, die Ressourcen sind so ein bisschen erschöpft. Das kann man jetzt auf die Umwelt beziehen, das kann man aber durchaus auch auf die Menschen beziehen, die jetzt vielleicht über den Jahreskalender her schon das ein oder andere chaosnahe Event organisiert haben und so ein bisschen am Jahresende auch mal so die Hand über die Stirn ziehen und sagen, puh, muss das denn jetzt auch nochmal wieder so ein Kongress sein? Und da machen wir jetzt einfach eine Wiederholung vom letzten Jahr, dann ist es im Grunde weniger Arbeit und jemand wie Simon kann das in 30 Tagen irgendwie sich das irgendwie reinnörden oder so. Das würde man bei einem komplett neuen Ansatz wahrscheinlich nicht so einfach hinkriegen. Andererseits ist das ja eigentlich nicht unbedingt der Spirit vom Club, würde ich so, also als Außenstehender so. Dinge mehrmals machen, also ich weiß nicht. Claudia, du kennst dich da am meisten aus mit der Nerd-Denke und der Club-Denke. Wie ist denn das so in den Club-Etagen, also vom Chaos Computer Club, wie ist das denn da, dieses Copy und Paste so aufgenommen worden, diese Idee? Also ich weiß dieses Jahr tatsächlich nicht, wer für das Motto tatsächlich am Ende verantwortlich war. Und normalerweise kriegt man ja so ein bisschen mit, so die Geschichte des Mottos. Das ist irgendwie dieses Jahr an mir komplett vorübergegangen. Ich hatte es jetzt gehört, in der LNP hatte der Linus davon gesprochen. Es war eh ungefähr das, was du eben gerade halt auch erzählt hast, so mit, einerseits Camp, andererseits Umwelt und so weiter. Insgesamt finde ich, das ist jetzt nur meine persönliche kleine Beobachtung, aber wir haben über die ganzen Jahre und heute früh im Opening war es ja auch drin, so die unterschiedlichen Congress-Mottos, so über 36 Jahre jetzt. Mhm. Und mir ist nur irgendwie aufgefallen, bis vor 2 Jahren war da eigentlich immer entweder so ein bisschen Sarkasmus oder Ironie drin, ne? Oder halt irgendwas mit einem Augenzwinkern. So wie Not My Department, ja, oder so. Genau, ja, sowas, ja, genau. Ne? Und dann fing das dann irgendwann an, ne? Welcher war das nochmal? Was hatten wir jetzt zuletzt? Tuvat, ne? Das war der 34. Und dann 35 war, hilf mir kurz. War das Works for Me? Nee, das war 33. Ah, okay. 32 war... Das Motto von 35. Hohoho. Ho, ho. Jetzt aber. Genau, jetzt hier mir kurz raus. Das ist die Frage für 500. Danke, Gated Communities war 32. Ja, Gated Communities, super. Genau, und dann Works for Me und dann war halt der Tuvat. Und letztes Jahr war, hilf mir kurz, Refreshing Memories. Ja. Danke. Yes. Und das war schon, danke sehr. Und das war dann schon so ein, Moment mal, wir gucken gar nicht mehr nach vorne, wir gucken jetzt nach hinten. Das war für mich so ein Wendepunkt in diesen Congress-Mottos drin, weißt du? Also vielleicht so dieses Overall-Ding. Hier hängt ein Hai an der Wand, Entschuldigung, den sehe ich jetzt. Ich denke gerade, was ist und das hier schaut schon mir? So hungrig. Entschuldigung, komplette Ablenkung hier. Penny. Aber das ist so hier und, auf dem Kongress. Und dieses Refreshing Memories, da fing das war für mich halt irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte so, irgendwie haben wir doch bis jetzt immer so, ne, gerade auch nach Tuvat, so dieses progressive nach vorne, ja, ne, ja. Und irgendwie trotz allem immer weitermachen, ne, und Spirit hochhalten und auf einmal kommen sie halt mit Erinnerung. Okay. Und jetzt dieses Jahr Zeiten, genau, die mal waren, ne? Aber nicht mehr genau, sind. Genau, und jetzt dieses Jahr auf einmal so ein, ja, jetzt ist Ressourcen aus, ne? Und was machen wir nächstes Jahr? Und das war so eine ganz für mich ganz komische Beobachtung, ja. Wo ich jetzt auch noch nicht genau weiß, wo ich die hinsortieren soll. Ne? Und muss ich selber noch ein bisschen mit mir drüber nachdenken und bedringen. In der Tat. Ja. Siehst du das auch, Simon? Du nickst die ganze Zeit so ein bisschen, zustimmen. Ja, vom Thema, ich finde auch von der Location. Also man merkt immer, man hat auch in Hamburg gemerkt, wenn eine Location neu ist, es dauert immer 1-2 Mal, bis man so als Community quasi gelernt hat, wie wird so ein Space bespielt. Ich erinnere mich noch im ersten Jahr hier in Leipzig, diese riesengroße Glashalle draußen mit
Hall und Beleuchtung und so, das war ein riesengroßer Unterschied zu jetzt. Das heißt, je länger man in einer Location ist, desto feiner werden die Veränderungen sozusagen. Und auch weil man lernt, was muss man mit der Location machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in einer ähnlichen Situation wieder sind, sollten wir mal von Leipzig weggehen und woanders hingehen, dass man da auch erstmal sich an so eine Lokation auch rantastet und schaut, wie man die bespielt. Haltet ihr das denn für sinnvoll, dass das nochmal eine Änderung gibt? Ich meine, die Menge an Menschen muss ja irgendwie untergebracht werden. Also es gab an der einen oder anderen Stelle, gab es mal Leute, die geäußert haben, es könnte sein. Ich habe jetzt noch nichts Konkretes gehört. Ich weiß da tatsächlich nichts. Ich kriege hier gerade ganz viele fragende Blicke auf mich. Es gibt in Deutschland gar nicht so viele Lokationen, die du mit 17.000 Leuten so problemlos bespielen kannst, außer andere Messen. Ja, eben, nicht, sowas wie Frankfurt, Duisburg, richtig, Dortmund. Ja. Dortmund war ja auch mal im Gespräch. Oder irgendwie. Da habe ich noch geguckt, wenn man über die A40 fährt und guckt rechts rüber auf das Gelände, da gibt es ja drei Gebäude, die ein C auf dem Dach haben. Und wenn dieses eine Ding dreht sich, aber wenn das günstig steht, dann kannst du da im Prinzip CCC lesen. Das ist sehr witzig. Ja, und ich wohne nur 10 Minuten davon entfernt zu Fuß, deswegen fände ich das gar nicht schlecht. Und so eine Wohnung untervermieten. Ja. Kannst du ja die Hauptorga machen. Mein Sofa ist schon verplant tatsächlich, okay. Also falls es mal irgendwann dahin kommen sollte. Also das wissen wir alles nicht, das ist Spekulation, was da möglicherweise passiert. Aber ich finde diesen Gedanken als will uns das Motto über die Jahre hinweg vielleicht, ohne vielleicht es auch zu wollen, aber irgendwas mitteilen und ist nächstes Jahr vielleicht das Motto, fuck it. Lasst mich zurück, geht ohne mich weiter, ihr schafft es. Ihr schafft es leichter oder so. Ja, wahrscheinlich eher nein. Aber also es war halt für mich einfach nur so eine Beobachtung und von daher keine Ahnung, was so passiert noch. Aber kannst du denn so als Person dieses exhausted sein, also auch mal erschöpft sein, auch nachvollziehen? Ja, also klar. Zum Hintergrund der Frage, als ich das so gelesen habe, habe ich irgendwie gedacht, ich weiß, was ihr meint. Also ich spüre selber auch teilweise so, dass ich könnte ja alles mal eine Spur langsamer gehen und muss auch nicht auf jeden Zug aufspringen und ich muss nicht noch TikTok und was weiß ich alles mitmachen. Ist ja alles schön und gut, aber es ist eigentlich wieder nur eins mehr vom Gleichen und ich bin halt bei Twitter und ja, Mastodon gibt's auch, aber ich bleib halt bei Twitter und also ne, irgendwie so, hab mich da so irgendwie eingerichtet und fühle auch so ein bisschen so, ich kann nicht, ich will nicht. Ich sehe dich schon schmunzeln, wie ich merke. Widerspruch, sehr gut. Ein halber Widerspruch. Also ja, ich kenne das selber auch und das Schöne daran, wenn man, also ich ja mittlerweile über 40, ja, wenn du so über 40 bist oder eigentlich auch schon über 30, ist so dieser Moment von, ich muss nicht mehr jeden Scheiß mitmachen. Ne? Mhm. Und das ist dann so, das ist total entspannend eigentlich auch. Ja, also man muss nicht einfach jedem Trend hinterherrennen, man muss nicht jedem, ne, was auch immer. Ja, aber die gesellschaftliche Relevanz. Ist die dann, kriegst du die, wir sind nicht abgehängt? Weißt du, ich will meistens eigentlich nur in meine Ruhe. Da ist mir das relativ egal, was die Gesellschaft macht. Zumindest mal für 2-3 Stunden. Ja, und du merkst halt aber auch, dass, da kommen wir halt auch so in diesen Generationenkonflikt rein, wo ich jetzt halt eigentlich so ziemlich in der Mitte hänge. Ja, du hast ein bisschen Vorsprung und dann haben wir halt die Leute, die jetzt nachkommen, danke, die jetzt 20, 30... Sehr, sehr freundlich formuliert. Ja, die sind vielen aber Dank. Jetzt vielleicht 20, 23, 25, ja, die jetzt halt wieder kommen, ne, und den Antrieb eben mitbringen. Und das ist aber auch gut so, ja, weil die brauchen wir ja. Und das war schon immer so. Ne? Also ja, es gab halt irgendwann die Leute, die früher eben so diejenigen waren, die eben die Gesellschaft weitergebracht haben, die da eben ihre Energie reingesteckt haben, die ihre kleinen Kämpfe ausgekämpft haben, ne? Und irgendwann kamen dann halt neue Leute nach, die dann irgendwann in dem Alter waren, dass sie dasselbe getan haben, ne? Und ja, es ist Generationenwechsel passiert halt einfach. Das ist auch, finde ich, ein schönes Stichwort, weil was hier im Vergleich zu vielen anderen Konferenzen gut ist, ist, dass sie ist ja auch erst einmal mit der Tochter da, die ist 9. Ja, die kommt kostenfrei mit rein in Begleitung von einem Erwachsenen. Also sind sehr viele Kinder, Jugendliche da. Über den Junghackertag kommen junge Leute rein. Ja, und das bringt einfach diese Durchmischung mit sich. Ne? Ja, ich für mich selber muss auch nicht auf TikTok sein, aber tatsächlich saßen wir heute beim Mittagessen zusammen, wo jemand uns TikTok erklärt hat und warum es für ihn cool ist. Und der war höchstens 14.
Und das erlebt man dann halt auch. Ne? Ja, und das kann man für sich selber entscheiden, muss ich da auch dabei sein oder nicht, aber man kann zumindest mitreden. Und, bekommt das mit. Und was uns allerdings jetzt noch fehlt, weil ja, wir integrieren halt ganz viel die ganzen Jugendlichen und die Kinder. Ja, und wir haben ja auch Leute, die sind 13, 14 und sind halt schon im Chaos aufgewachsen. Ja. Ja. Und dann haben wir aber die Leute, die jetzt dann halt langsam älter und ein bisschen komisch werden. Ja? Also noch ein ganzes Teil älter als du, Martin. Und komischer. Nein, ich meine halt... ich meine, würde ich nicht ausnehmen. Na, also die Leute, die weiß halt... Weiß ja nicht, was ihr über mich redet, wenn ich nicht dabei bin. Die Leute, die halt tatsächlich wirklich auch schon so im Stadium von ausgebrannt sind. Ja. Ja. Und wo du dann halt sagst, ja okay, was machen wir jetzt mit den Leuten, weil... Die haben ja auch noch irgendwie den Willen, ein bisschen was zu machen und ein bisschen was zu ändern. Aber sie sind halt schon eigentlich so über, sie haben noch viel Energie einfach raus. Ne? Und dann hast du zwar hier so eine Retro-Gaming-Area oder Retro-Computer und so weiter und dann freuen die sich halt irgendwie wie ein Schneemann, dass sie irgendwie nochmal, dass ihren dritten Computer, den sie jemals hatten oder dass ihr Lieblingsmodell nochmal auseinander wieder zusammensetzen können. Aber was uns da halt noch fehlt, ist halt irgendwie für die auch eine in Anführungsstrichen sinnvolle Beschäftigung, wo auch die ganze Community was von hat, zu finden. Ne? Und das wird uns allen früher oder später genauso passieren. Ja? Also in unserer normalen Gesellschaft, also Mainstream-Gesellschaft da draußen vor der Tür, ja? Da machen wir jetzt seit zig Jahren nichts anderes als unsere Alten. Im Gegensatz zu früher sperren wir die einfach in irgendwelche Heime weg. Ja? Oder mit einer 24-Stunden-Pflege bei sich zu Hause ein. Und wir haben sie aber nicht mehr in unserer Gesellschaft integriert. Und so ein bisschen sehe ich den Anklang hier halt auch. Weil was machen wir jetzt mit denen, die in den 70ern, 80ern, ne? Also was wir brauchen so mehr Generationen-Assemblies oder sowas. Ja, genau sowas. Ja, ich muss gerade immer, ich habe diese ganze Zeit diesen Begriff Senior-Berater oder sowas im Kopf. Und ich denke, Simon, so mit solchen Modellen hast du doch wahrscheinlich auch zu tun. Im Wirtschaftsbereich gibt es sowas. Also ja, es gibt eben. Auf der einen Seite Leute, die in Ruhestand gehen, dann über Beraterverträge oder so noch zugänglich sind oder als Freiberufler unterwegs sind, bis hin zu Firmen, die sowas tatsächlich als Modell machen, dass sie ihren Mitarbeitern, die im Ruhestand sind, noch ein Handy bezahlen, irgendwie in Kantinen frei essen geben, einfach, dass die in die Kantine kommen und von den jungen Mitarbeitern ansprechbar sind. Mhm. Also viel von den Effekten, die man hier so hat, versucht man da auch nachzubilden. Ja. Und das finde ich auch wichtig, dass man quasi von den Siebenjährigen bis zu den Unix-Graubärten irgendwie die Leute beieinander hat. Die Frage ist halt, ob die dann gemeinsam noch eine Vision haben, was sie zusammen machen wollen oder ob es eben eher in so Silos irgendwie geht. Ne? Die einen spielen Minecraft und die anderen unterhalten sich über die schöne alte Unix-Zeit. Meine Frau hat mal einen schönen Spruch gesagt, neue Besen kehren gut, aber die Alten, die kennen die schmutzigen Ecken. Mhm. Und den fand ich irgendwie sehr, sehr treffend. Also wir sind ja schnell auch geblendet von irgendwelchen neuen, vermeintlich besseren oder konkurrenzfähigen oder was auch immer, disruptiven, das ist mein Lieblingswort neuerdings, disruptiven Techniken. Und dann ist aber so ein bisschen die Frage, hatten wir das nicht schon mal, vielleicht in einer anderen Form? Hat es auch überhaupt den gewünschten Effekt oder ist das mehr eine Zuschreibung von Effekt oder so? Sind wir als Menschen überhaupt fähig, solche Techniken zu beherrschen oder dreht es sich irgendwann um und wir werden von den Techniken beherrscht, also nicht die Maschinen, ja vielleicht auch von den Maschinen irgendwann mal. Und da einfach mal zu sagen, der Computer ist ja als Universalmaschine ganz toll, aber brauchen wir wirklich jede Form von Einsatz? Brauchen wir gar nicht über die elektrischen Wahlen reden beispielsweise, wollen ganz klipp und klar... Kannst du mit IoT gleich anfangen. Ne, genau. Ne? Muss mein Eierkocher irgendwie eine Verbindung ins Netzwerk aufbauen? Warum? Genau. Ja. Ne? Ja. Weil ich es kann. Sascha steht neben mir, wir haben ja letztes Mal so schön von dir gehört, ich habe zwei S rausgeschnitten, nicht weil ich musste, sondern weil ich es kann. Ist ja ganz nett zu wissen, dass der Eierkocher mit der Welt telefonieren kann, aber wenn ich dann sage, will ich nicht, will mein Ei-Konsum nicht Gott und der Welt mitteilen oder Google und Bing oder sonst wo mitteilen, dass man dann einfach mal sagt, kochen wir mal ein bisschen runter beim Eierkochen sozusagen. Genau. Ist das das, was die Alten... Ich muss ein bisschen stutzen, als du gerade sagst, die Ausgebrannten, die nicht mehr so dabei sind. Allein schon ausgebrannt zu sein, ist für mich so ein bisschen... Das passiert halt bei ganz vielen früher oder später. Ja? Also so die...
Was ich halt selber halt auch mehrfach mittlerweile beobachtet habe, also es gibt halt auch erfreuliche Gegenbeispiele, ja, also ich würde dich da jetzt zum Beispiel nicht mit reinrechnen, aber so diese etwas verbitterten Graurücken, ja, die grundsätzlich mal alles scheiße finden, was passiert ist, nachdem sie selber 35 waren. Ich muss mich aber auch davor, ich muss mich echt in Acht nehmen, Zynismus zu vermeiden. Ja. Weil ja. Ich erlebe es auch im Umfeld, dass viele Menschen sich so in so einen Zynismus, in so einen Alltagszynismus hineinretten, vermeintlich. Und ich merke, dass mir das überhaupt nicht gut bekommt. Das ist sehr, sehr schädlich. Sozusagen. Ja. Aber Zynismus ist echt eine Sache, die findest du halt gerade hier so in dieser Nerd-Community sehr häufig. Wahrscheinlich auch aus Gründen. Ja, ja. Naja, aber du hast hier halt die ganzen Leute, die halt in ihrem Arbeitsalltag nicht ernst genommen werden oder halt die Arschlöcher sind. Ja, ja, okay. Und da hast du sowohl die ITler als auch die Datenschutzleute, ne? Und im Zweifelsfall, ne, die Allround-ITler in den kleinen Firmen. Und das, da kommt man häufig nur mit Zynismus noch irgendwo gegen an. Da kommt dann dieses Told you so irgendwann mal. Ja, genau. Ne? Ja, jetzt habt ihr hier Emotet oder jetzt habt ihr den Salat, wir haben es euch ja immer gesagt. Ne? Und ja, aber das ist genau. Ja irgendwie auch keine Basis. Ne? So. Nee, eben leider nicht, aber also es ist schon verständlich, dass es passiert. So junges Gemüse hier vorne. Was benutzt ihr denn so eigentlich so an Techniken? Genau. Inwiefern Techniken? Bist du bei TikTok beispielsweise? Nein. Nein? Instagram, Twitter, Facebook immer noch, warum auch immer. Ja, und alle komischen Messenger, die es so gibt. Aha. Zello? Gibt es das immer noch? Ja, Zello, ja, sicher. Regelmäßig. Ich grüße an Evil Sven. Evil Sven, hallo. Ja. Und wie ist das? Also, dieses hübsches Bild, Silberrücken. Trefft ihr hier auf Menschen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind? Christian vom Kohlenpott steht hier und macht Faxen. Er fühlt sich wahrscheinlich angesprochen. Dreh dich mal rum, hast du einen silbernen Rücken? Ja. Wie ist das denn bei dir? Bist du zynisch? Nein. Also nicht. Der war jetzt fast überzeugend. Nicht mehr als also schon immer gewesen bist. Du bist nicht zynischer geworden durch die Entwicklung. Nee, aber nochmal ganz konkret und ernsthaft die Frage an Inga und Vera. Jetzt machen wir mal die Vera. Ist das auch irgendwas, wo du sozusagen zum Kongress gehst und sagst, ich guck mal, wie andere diese elektronische Welt oder diese digitale Welt oder überhaupt die Welt betrachten? Suchst du hier auch nach, jetzt mal ganz pathetisch gesagt, nach Vorbildern oder so? Oder ist es einfach ein bunter Zirkus, wo du einfach sagst, ich gehe da mal hin und guck mal, vielleicht gefällt mir was, vielleicht auch nicht. Also ich bin nicht mit irgendeinem Ziel hierher, sondern einfach hier, ich guck mal, wovon immer alle reden, ob das wirklich so toll ist. So, aber so mit Technik und so, also nee, war nicht so das Ziel, irgendwie zu gucken, was ist neu und was kann ich irgendwie anders machen oder neu machen oder so, sondern einfach gucken, was alle hier so toll dran finden. Ja, aber und was, also wenn ich mir so vorstelle, ihr seid da in diese Podstock-Community reingerutscht, eigentlich mit dem Gedanken auch, also ursprünglich wolltet ihr kochen, glaube ich, ne? Also war so ein bisschen, ne? Nee, also das erste Podstock war, also Udo sagte, ihr müsst da unbedingt hin. Ich bekomme hier gerade Hinweise. Genau, also jo. Udo sagte, wir müssen da unbedingt hin. Ich dachte, ach, das ist bei mir um die Ecke, dann fahre ich da mal hin. Okay. Ja, ja, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Wir werden gerade Headsets getauscht. Es passieren Dinge. Also mal gucken, was vielleicht passiert. Ja, Simon musste sich, glaube ich, aus Zeitgründen verabschieden. Ah, okay, wir hatten gesagt, eine Stunde und die ist natürlich gerade rum. Ja. Entschuldigung, wir kommen gar nicht hier. Also zum ersten Podstock sind wir halt gefahren, eigentlich mit dem Gedanken, oh, What's in Your Pants sind da und wen wollten wir noch? Oertopathie. Oh Gott, und ich habe gesagt, ihr wolltet kochen. Nein, um Gottes Willen. Nee, und Entschuldigung, dann haben wir gemerkt, ich versinke vor Scham im Stau. Nee, und dann haben wir gemerkt, oh Mensch, hier so... Es stapeln sich so dreckige Geschirr- und Besteckdinge. Ja, da müssen wir wohl helfen. Und dann danach habe ich gesagt, bin ich zu Sebastian und habe gesagt, gibt da so ein bisschen Potenzial, dass sich das ändern kann, besser werden kann. Ich hätte ein paar Ideen und dann war ich im Team Verpflegung. Okay. Und Inga dann halt auch. Genau. Also so war das. Wir sind da eigentlich hin, weil wir... HörerInnen waren, Hörerinnen waren, die gerne
Podcast live auf der Bühne sehen wollten. Das klingt auch nach dem Mikado-Spiel, auf das Simon vorhin, von dem wir bei Simon gesprochen also haben. Also so, dass wir da irgendwie mit reinrutschen in die Orga und so, da hatten also ich zumindest keine Intention. Keine, überhaupt nicht. Wir helfen halt. Ihr wollt ein ruhiges Leben fortsetzen und jetzt hat sich alles geändert. Und plötzlich sind wir in der Orga vom Potsdam. Okay. Wobei die beiden das natürlich echt magisch anziehen. Ne? Also ich erinnere gerne an meinen persönlichen Event, wo die beiden auf einmal dann in der Küche standen oder auch beim Lars bei der finalen Addis Baikonur Nummer. Irgendwie sind die beiden, haben die ein Helfersyndrom, glaube ich. Ja. Angeboren. So. Aber, aber ein sehr angenehmes. Christian, du hast dich jetzt ja so reingewanzt. Jetzt musst du bitte so erstmal sagen, wer du bist und warum du jetzt hier bist. Guten Tag. Du hast den Simon ersetzt. Guten Tag, mein Name ist Christian. Ich bin 53 Jahre alt. Und Silberrücken. Und ich war mal Podcast. Und wollte eigentlich nur hören. Und dann hat Simon mir sein Headset gegeben. Und jetzt darf ich wieder in ein Mikro reden. Das ist sehr schön. Und wie ist es so als pensionierter Podcaster? Ich Glück auf. Ja, ich bin was ja auch Ex-Podcaster. Was ist denn aus dem vor einem Jahr angekündigten Nachfolgeprojekt geworden? Na, warte mal. Es gibt ja noch, das Jahr hat ja noch 3 Tage. Ach so, okay. Bei dir muss man das tatsächlich ernst nehmen. Und vielleicht überlege ich mir bis dahin noch was. Ich habe keine Ahnung. Ich bin erstmal 12 Folgen veröffentlicht. Ich bin erstmal froh, dass ich nichts gemacht habe, weil es tatsächlich auch so in der Retrospektive ein Jahr war, in dem ich relativ wenig gearbeitet habe tatsächlich. Weil ich dieses das Jahr davor. Wir müssen eben sagen, Kohlenpott ist der Podcast zum Ende des Steinkohlenbergbaus in Nordrhein-Westfalen. In Deutschland, ja, genau. Ja, gut, okay. Genau. Ja. Du als Geburtshelfer und Totengräber bei der ersten und der letzten Folge kann, dabei gewesen. Ich habe geschaufelt wie blöde, ja. Genau. Und wie gesagt, ich hatte dann ja letztes Jahr beim 35C3 großspurig verkündet, yo, gibt ein neues Projekt und jetzt ist das Jahr fast zu Ende. Und das Projekt ist immer noch nicht da, aber wir haben ja noch 3 Tage, ne? Ja. Von daher, Equipment ist auch da, vielleicht fällt uns noch was ein. Eine URL ist schnell angemeldet. Wir haben vorhin, und das hatte Lars gerade zu Recht angemahnt, Inga und Vera nicht wirklich vorgestellt. Was? Jetzt könntest du das ja vielleicht mal machen. Stell doch mal für Menschen, die Inga und Vera nicht kennen, Inga und Vera vor. Also, es geht die mehr um, dass Vera und Inga 2 Personen sind. Angeblich Zwillinge. Sie brauchen 2 Mikrofone und was, 2 Kopfhörer. Ja, gut, also das kann man simulieren. Nein, ich habe sowohl Inga als auch Vera kennengelernt als Hörerinnen in dem Fall, ohne Innen. Und es sind Zwillinge. Ich kann die beiden bis heute schlecht auseinanderhalten. Weil er sich nicht anstrengt. Genau, weil er es nicht möchte. Und sie sehen sich aktuell nicht mal besonders ähnlich, weil die eine hat lange Haare, die andere hat kurze Haare. Lars, sprich nicht mit den Händen, sprich mit dem Mund, dann Vera, hört man dich besser. Vera hat lange Haare, Inga hat kurze Haare oder umgekehrt. Zwei wirklich ganz, 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 ganz tolle Menschen, die mittlerweile endlich auch selber einen Podcast machen. Twin Pod. Kennst du den? Abonnieren bitte. Wie heißt Twin der? Sync. Twin Sync. Siehst du, genau. Ja, ja. Twin Sync, ja. Lasst Christian Werbung machen und euer Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Genau. Aber Hashtag muss man hören. Muss man hören. Ah, okay. Ja. Es gibt erst die Nullnummer und 1 Folge bisher. Ja, immerhin. Und insgesamt, so eine Art, ich glaube, wir haben ihn live hier am Sendetisch. Ja. Wir hatten schon in der Sendung. Aber wir können ja nochmal, so ein bisschen die Idee eures Podcast-Angebotes hier pushen. Also worum geht es? Die Idee ist eigentlich, dass Vera und ich als Zwillinge über Zwillingsthemen reden und wie wir das quasi empfinden, sag ich mal. Also ja, es dürfen uns Fragen gestellt werden von Einlingen größtenteils, die wahrscheinlich einfach wissen wollen, wie ist das eigentlich so als Zwilling. Okay, andere Zwillinge und Drillinge dürfen nicht fragen. Ja, doch, die fragen. Auch, aber die kennen sie ja. Die wissen ja, wie es ist. Die ganzen Einlinge bin ich, glaube ich, mein Leben lang noch nicht genannt worden. Finde ich wirklich interessant. Ich meine, wir könnten als Zwillinge ja auch mal euch Einlinge Dinge fragen, weil wir kennen es ja auch nicht anders. Ist das denn eigentlich immer so alleine? Genau. Ja, eben. Ja. Also deswegen heißt ja unsere erste Folge Einling, die zweite Folge wird Zwilling heißen. Und die dritte Folge heißt Drilling. Drilling! Das sind die kleinen Kartoffeln, habe ich gehört. Genau. Oh, jetzt kriegen wir für die Idee Applaus. Ja. Das finde ich schön. Ja,
Der schallt schon von nebenan herüber. Ja, genau. Nein, der kommt von hier. Okay, ja, du hast genau. Die Hände natürlich gerade schon aus den Taschen genommen zum Applaudieren. Richtig. Ja, nee, das ist so die Idee. Also wir reden nicht über Zwillingsstudien oder so ein Quatsch, sondern einfach wie warum wir... Warum ist das Quatsch? Ich meine, das ist doch also gerade so aus der wissenschaftlichen Perspektive durchaus interessant. Aber, wir sind halt keine Wissenschaftlerinnen, deswegen warum sollen wir uns in eine... wir das machen? Wir wissen ja gar nicht, wie man das am besten aufbaut. Also, genau. Wir reden nur darüber, wie wir das so als in der Kindheit und Jugendzeit und so erlebt haben. Aha. Genau. Dieses, also geteilte Aufmerksamkeit ist, glaube ich, so ein bisschen, hängt ja irgendwie mit drin, ne? Ja, und dann haben wir auch noch zwei große Brüder, also das war... Ein Zwilling kann ja kein verwöhntes Einzelkind werden, also das scheidet ja dann irgendwie aus. Richtig, deswegen, ne? Wir teilen halt gerne, deswegen helfen wir auch so gerne, weil wir halt immer teilen mussten, immer... Ja, aber dann ist man es doch wahrscheinlich irgendwann mal überdrüssig, jetzt mal meins. Ja, doch, so manchmal... Manchmal. Ihr wurdet vorhin beobachtet. Ihr seid irgendwie auf so einem Tretroller gefahren. Wir? Ja. Ach so, ja, wir sind nicht gefahren. Also ich habe nur mich mal draufgestellt, um zu gucken, weil wir gemerkt, also wir, es ist ja so, wir sind so Spiegelzwillinge, sagen wir immer, oder ist Spiegelzwillinge? Spiegelzwillinge. Ich wollte halt gucken, weil ich nicht mehr wusste, mit welchem Bein ich auf dem Roller stehe und mit welchem ich anschubse. Das wollte ich nämlich genau ansprechen. Das wurde mir zugetragen. Genau. Und ich stehe halt mit dem rechten Bein auf dem Roller und schubse mit dem linken Bein an. Und Inga macht es halt genau andersrum. Aber unser Bruder Udo macht es auch genau andersrum. Der nimmt beide zum Schieben. Der nimmt auch das linke Bein auf dem Roller. Und der ist ja auch die einzig richtige Sache. Ja, ganz schlimm. Also, ja. Ganz schlimm. Nein, also... Aber was, also Spiegelzwilling könnte durchaus bedeuten, dass die eine so orientiert ist und die andere so. Wir machen halt vieles wirklich. Auch, die eine Rechtshänder, nee, die andere das liegt, wir machen oder? Viel mit beiden Händen. Genau. Das ist uns aufgefallen. Wir machen eigentlich alles, also viel mit beiden Händen. Aha. Rechts schreiben, aber auch viel mit der linken Hand. Das, ja. Genau. Und, ich habe den Begriff Spiegelzwilling noch nie gehört, deswegen bin ich da gerade so ein bisschen. Das haben wir auch irgendwann mal in einer Fernsehsendung irgendwie mal gesehen. Da waren Spiegelzwillinge, die dann wirklich irgendwie so irgendwelche Artisten waren und alles spiegelverkehrt gemacht haben. Mhm. Daher kennen wir den Begriff Spiegelzwilling. Okay. Sie hat zum Beispiel ihr Geld, ihr Kleingeld und ihren Schlüssel in der rechten Hosentasche und ich in der linken Hosentasche. Ach, witzig. Mein Portemonnaie ist rechts, ihr ist links und so. Und das ist aber nicht geplant, einfach, weil das halt so ist. Und manchmal sage ich, Mensch, ich habe Zahnschmerzen unten rechts und dann sagt sie, oh, ich auch, aber unten links. Aber es ist selten, aber es kommt vor. Der Kreis der Menschen, die sich hier um dieses Sendereck scharen, wird ein bisschen größer und gerade ist noch der Ronny dazu gekommen und hat beim Stichwort Spiegelzwilling hat er aufgezeigt und gesagt, er möchte da was zu sagen, oder? Ja, es ist ganz lustig. Ich kenne ein Zwillingspaar, die heißen mit Nachnamen Spiegel und sind deswegen nur die Spiegelzwillinge bei allen, die die kennen. Und deswegen war ich gerade total getriggert von diesem Ausdruck Spiegelzwillinge. Okay. Wie schön. So wie die Karstadt-Brüder. Spiegelzwillinge, super. Ja, also euer Projekt hat eine Nullnummer und eine erste Nummer. Das Prinzip ist, dass ihr nur auf Fragen antwortet. Nicht nur, also wir, wie gesagt, erstmal, um ein paar Folgen zusammenzukriegen irgendwie. Und dann gucken wir mal, was so passiert noch, nicht? So, genau. Wir holen uns auch, die ersten Male haben wir uns jetzt immer Gäste dazu geholt. Also die Nullnummer mussten wir mit Lars machen, weil wir waren bei Lars zu Gast. Das mussten. Nein, und Lars hat uns quasi runtergebracht. Also wir waren so aufgeregt, wir haben dann gefragt, Lars, bitte mach nicht nur die Technik, führe uns durch diese Folge. Und das hat er ja wirklich gut gemacht. Also, mehr als Dank gut, würde ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also mir hat die erste Folge mit Sascha besser gefallen. Ja, klar. Wie, ja klar. Ja, dir gefällt immer alles besser, was andere machen. Was du nicht machst, genau. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber Sascha hat das auch sehr schön gemacht. Ja, er bekommt auch gerade rote Ohren, das ist gut so. Habe ich ihm gerade schon gesagt, Roddy macht auch die Zeichen, er möge sein Headset, also sein Mikrofon näher an den Mund tun, aber er will nicht. Es
Also ist quasi, der Lars ist quasi der Rützler der Kohlenpott, Zwillinge, meine ich. Also das, was du bei mir warst, ist der Lars bei den Zwillingen. Geburtshelfer. Ah ja, nein. Genau. Sie hätten es doch auch ohne mich gemacht. Ja, aber... Nicht ohne dein Wohnzimmer. Mit dir war es besser. Nicht ohne dein, genau, Wohnzimmer. Also wir hätten es wahrscheinlich nicht angefangen. Ich habe ja gesagt, als wir zu dir gefahren sind oder zu euch, bitte zwingt uns dazu, dass wir endlich was aufnehmen. Und hätten wir das an dem Wochenende nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich immer noch nichts getan. Darf ich live eine Frage stellen? Nachdem der Jan Schaar unlängst meinte, der Kauf von Audio-Equipment zieht zwingenderweise den weiteren Kauf von Audio-Equipment nach sich. Ja. Wie ist denn das bei euch so als Zwillinge? Habt ihr jeweils jetzt Aufnahmegeräte, Mikrofone und so weiter? Also ich habe ein HMC 660 und es war's. Mehr habe ich nicht. Ich habe meinen PC, wo ich das dann anschließe und Studio Link und das, ja. Okay. Ich habe das H6, ich schneide die Folgen auch und Vera soll sich um die ganzen Texte kümmern und so. Das habe ich jetzt bei der Einlingsfolge auch getan. Ich saß daneben und habe gesagt, jo, ist in Ordnung. Und Udo, wir müssen aber dazu noch sagen, Udo ist der, der quasi am Ende nochmal drüber guckt und alles nochmal schön macht. Ja, weil der kennt sich aus. Der muss das machen. Also Bruderhilfe sozusagen. Also der... Teamwork. Nennen wir es Teamwork. Genau. Okay. Machen wir doch zum Schluss, nachdem eure Vorstellung, denke ich jetzt, also ich will jetzt nicht abwürgen, aber nee, ich dachte, Stündchen und wir sind schon etwas über die Zeit. Einen Hunger habe ich auch jetzt langsam. Ja. Lass uns doch nochmal so ein kleines Blitzlicht machen, was so die Erwartung für die nächsten Tage so ist. Also mit welcher Idee zum Beispiel kommt ihr morgen, wenn ihr hierher kommt, auf den Kongress? Fangen wir mal mit dem Lars an. Mit welcher Idee kommst du morgen auf den Kongress? Morgen möchte ich tatsächlich mal, nachdem ich heute hier nur rumgegammelt habe. Warum? Oder wir waren absurd lange in der Gastronomie des Supermarktes hier in der Nähe. Und danach habe ich hier etwas reizüberflutet mit einem Kopfhörer einfach mal ein bisschen abgeschaltet. Morgen möchte ich den Kongress aufsaugen. Sprich hier den vollen Trubel in der Assembly-Halle mitnehmen und bei Chaos West in der Halle und einmal richtig, richtig rumgehen und schauen, was es so gibt. Das habe ich heute eben noch nicht getan. Wie läuft das ganz praktisch ab? Du gehst einfach so an die Stände oder an die Tische ran, bleibst dann da einfach stehen und spürst einfach mal so ab, was da los ist, oder guckst du und fragst? Gehst du mit den Menschen ins Gespräch oder ist es eher Augen gucken? Nö, erstmal taper ich durch die Gegend und schaue, wo zieht irgendwas Aufmerksamkeit auf sich? Etwas, was klingt oder blinkt oder dingt. Ist aber schwer, dann eine Auswahl zu treffen. Ja, ich sage Reizüberflutung, das Wort habe ich nicht ohne Grund benutzt. Dann taper ich einfach mal auch durch die kleineren Gänge, wo es mir heute zu eng gewesen wäre, heute war es mir ein bisschen zu viel des Guten. Morgen hoffe ich, dass ich da einfach mal so meinen Gang machen kann und mal ein bisschen schauen kann, Fragen stellen kann. Und ich würde sehr gerne bei der Binary Kitchen vorbeischauen, was die so machen, und einfach mal schauen. Ich hoffe auch, den Flipper, den ich letztes Mal nicht bespielen konnte, nochmal wiederzufinden, irgendwo auf dem Kongress und einmal damit zu spielen. Das war komplett weiß. Und das wurde nur über Beamer und was weiß ich irgendwie die Spielfläche projiziert, vermute ich. Das Ding würde ich gerne einmal in Aktion sehen. Ich hoffe, den halt dieses Jahr hier wiederzufinden. Und dann mal schauen. Also ich habe auch tatsächlich dieses Mal ziemlich viele Sachen vom Sendezentrum, von der Bühne und vom Sendetisch auf der Liste. Ich habe für den Sendetisch ein paar Schichten übernommen. Da ist nachher noch eine. Morgen habe ich eine Schicht. Und dann einfach Kongress aufsaugen, so weit wie es geht. Ich habe so ein bisschen rausgehört, also es übt auch, wenn man den ersten Tag erstmal so hinter sich hat, ist so ein bisschen eine Neujustierung. Also der zweite Tag, da kommt man mit den vielen Reizen vielleicht schon besser klar, weil schon so ein bisschen...
das kann ich. Anderes Level. Ich weiß nicht, ob ich das pauschal sagen kann. Ich glaube, das ist einfach eine Tagesformsache. Ja. Und ich habe halt eine unruhige, schlechte Nacht gehabt. Diese Hotelkopfkissen sind so absurd riesig. Ich hoffe, dass ich, wenn ich nachher ins Hotel komme, ein kleineres Kopfkissen vorfinde und dass die nächste Nacht etwas besser läuft, weil ich bin heute Morgen einfach gerädert hier schon aufgelaufen und das hat mit Sicherheit den ganzen Tag auch etwas überdeckt. Ja. Und mal schauen. Jetzt heute Nacht endet der letzte Talk, den ich sehen möchte, um 1.40 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe nach der letzten Nacht, aber ich werde es versuchen. Tapfer, tapfer. Da fängt der Tag morgen auf jeden Fall etwas ruhiger an wahrscheinlich. Ja. Mit viel Kaffee. Naja, wir haben ja das Experiment mit dem Kaffee schon gemacht. Das hat auf jeden Fall geholfen. Leute, du hast mir heute Morgen so einen schönen Spruch, es ging auch um Kaffee. Ich hatte dir eine Frage geschickt und du sagst, die beantworte ich am Ende der Tasse oder wie war das? Genau, du hattest mich vor dem ersten Kaffee erwischt. Ja. Ich habe übrigens dasselbe Problem und bereue schon seit dem 21., dass ich mein Kopfkissen vergessen habe. Okay. Und ich schrieb dann, ich koffeiniere noch, ich beantworte die Frage am Ende der Tasse. Nein, am Boden der Tasse. Großartig, also Wunder, schön. Also schöner kann man es gar nicht auf den Punkt bringen. Das möchte ich mir irgendwie an die Wand malen, glaube ich. Ja, ich beantworte bevor die Frage ich dir dann, am Ende der Tasse. Vor allem, bevor ich dir dann hinterher sage, nee, warte doch nicht. Ja. Jetzt war ich wach genug, um meinen Kalender zu lesen, sorry. Ja, ja, ist super. Ja. Ich finde es klasse so. Genau. Mit welcher Idee gehst du morgen hier hin? Ich habe wie jeden Tag um 10 Uhr quasi Team-Meeting. Da fangen wir dann halt mal so langsam an, gucken, wer möchte jetzt vielleicht irgendwelche Talks sehen. Das heißt, wer macht in Anführungsstrichen Bereitschaft. Also wir haben jetzt über die nächsten 3 Tage primär Bereitschaftsdienst vom Assembly-Team. Also falls nochmal irgendwer anruft. Und ansonsten können wir uns jetzt hier auch frei bewegen, Dinge angucken. Ne? Und ihr dürft euch frei bewegen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir halt primär im Dienst sind, sondern für uns ist halt vorher, ne, Tag 0, Tag 1 sind so die Anreisetage, dann haben wir mal 3 Tage halbwegs entspannt und dann so ab Tag 4, mittags, früher Nachmittag, ist dann halt eher wieder Arbeitsmodus, in Anführungsstrichen, wenn dann halt alle abreisen. Und von daher ist für mich jetzt morgen primär dann Podcast-Tag. Da habe ich dann morgen mit der Judith einen Live-Podcast vom Datenschutz-Podcast, wo die Judith ganz viele spannende Dinge vorbereitet hat zu Menstruations-Apps, Dinge, die wir alle noch nie wissen wollten. Also an wen da Daten weiterverkauft werden und so weiter und wie Facebook halt da dran kommt, dass sie halt Daten, also halt Werbung uns einblenden aufgrund also unseres Tag, genau, aufgrund des Zyklusstatus, ja, und so weiter, ne? Ja. Und wann wir halt besonders empfänglich dafür sind, keine Ahnung was zu kaufen, ja. ganz, ganz gruseliges Zeug. Also ein bisschen Angst habe ich vor der Folge immer noch. Aber ja, das kann ich mir vorstellen. Genau, und morgen Abend darf ich dann einmal auch Menno-Podcast mitmachen. So alle lustigen Dinge, die schiefgehen können beim Podcasten. Und das ist so mein Tagesplan für morgen. Den Tag drauf habe ich eine Self-Organized Session, wo ich eine Schreibwerkstatt gebe. Und dann Tag 4 am frühen Nachmittag darf ich noch einen Talk halten auf der Chaos-West-Bühne, wie man dieses technische Wissen vielleicht irgendwie vermitteln kann oder auch nicht. Genau, und danach geht es dann halt zurück in den Arbeitsmodus, wie wir diesen ganzen Kongress hier auch wieder abgebaut kriegen. Also ich bin überrascht, was du ich mache die 3 Tage entspannt, verstehst. Also, es ist jeden Tag nur eins. Ja, aber von morgens bis abends. Ich ziehe den Hut, den ich gerade nicht aufhabe, aber ich kann den sozusagen symbolisch hier abziehen. Super. Ja. Ja. Christian, du bist ja nicht alleine gekommen, sondern du hast deine Kinder mitgebracht, glaube ich. Ne? Nee, meine Kinder sind zu Hause, beziehungsweise die fahren morgen. Aber als du gekommen bist, ist doch da so eine ganze Schar. Ja, das waren die vom Nikolas, aber. Das waren andere, okay. Das waren Leihkinder. Nein. Wohin? Also heute Nachmittag oder Mittag wuselten hier irgendwie. Hatte das Gefühl, 6, 7. Ich glaube 8. nicht, dass es meine waren. Also ich bin. Nein. Also keine Details. Nein. Wir fragen Facebook hinterher. Nee, es ist tatsächlich so, das ist mein erster Kongress oder meine erste Chaos-Veranstaltung ohne Familie ist. Ich habe zwar einen Freund mitgebracht, der spontan gesagt hat, jo, wenn du da hinfährst, komme ich mit. Das heißt, es ist mein erster Kongress ohne familiären Stress, wobei der familiäre Stress in den letzten Jahren immer sehr schön war. Gar kein Thema. Wir sind heute, für uns ist Tag 1 tatsächlich Tag 1. Wir sind heute Morgen um 5 im Ruhrpott losgefahren, waren um 10 Uhr hier, Viertel nach 10,
haben noch das Glück gehabt, dass wir noch ein Campingticket bekommen haben, sodass wir direkt hier vor der Halle stehen. Ui. Und von daher wirklich 120% Kongress. Von den 8 Talks, die ich mir heute angucken wollte, laut Fahrplan, sind 6 ohne meine Anwesenheit abgelaufen. Hast du 2 Talks geschafft? Ich habe, nee, die anderen beiden kommen noch. Aber und die beiden sind zeitgleich. Also ja, ich werde definitiv einen von 8 schaffen. Aber das ist ja das Schöne und vielleicht an dieser Stelle mal ein Dank ans VOG, dass man sich die ganzen Dinger im Nachhinein angucken kann. Es ist zwar schön, die Dinger live zu sehen, aber es passiert hier einfach so viel und es sind Dinge zu regeln, es sind ganz viele Sachen zu gucken und vor dir allerhöchsten Respekt, dass du Claudia, aktiv... Er guckt Claudia an, nein, er betet du, sie gerade an. Entschuldigung, sozusagen. Ja, natürlich, ja, wir müssen man sieht es ja nicht. Du hast... Verzeihung, ja, ich bin lange raus. Ja, genau. Also mein höchster Respekt an dich, Claudia, dass du aktiv... Du kannst die Geste ruhig machen, jetzt legt er die Hände in die... Dass du aktiv so teilnimmst. Also ich habe mich heute, ich habe es geschafft, mich ins Engelsystem einzuloggen und mir noch keine einzige Schicht zu klicken. Also von daher, genau. Ja, aber das ist schon der erste Schritt getan. Genau, der erste Schritt ist getan, aber ich hoffe, morgen und in den nächsten Tagen folgt noch der zweite. Für morgen... Also ich bin mittlerweile eigentlich so weit, dass ich meinen Fahrplan komplett über den Haufen werfe und einfach mich treiben lasse, ähnlich wie Lars gerade gesagt hat. Einfach gucken, staunen, stehen bleiben, machen und einfach Kongress genießen. Aufsaugen. Ja, genau, aufsaugen. Das ist, das war tatsächlich ein schönes Wort. Ja, ja. Genau. Das ist aber ohnehin der Pro-Tipp. Ne? Alles, wovon man weiß, dass es aufgezeichnet wird. Ne? Also nicht gucken, die Talks nicht live gucken. Ne? A, B, C und D, ne? So in den Sälen nicht hingehen, sondern dann andere Dinge machen, Leute treffen, self-organized Sessions sich anschauen, da mitmachen. Also die ganzen Sachen, die eben nicht hinterher zu Hause auf dem Sofa im Congress Blues halt konsumiert werden können, vor Ort erleben. Aber wenn alle so denken, dann steht da jemand auf der Bühne vor 3000 leeren Sesseln. Nee, eben nicht. Da sind ja die ganzen Leute, die das erste Mal beim Kongress sind und das noch nicht rausgekriegt haben. Deswegen sind doch immer so viele im Opening, die sich melden und sagen, sie waren das noch nie da. Ja? Die anderen gingen gar nicht zum Opening hin, was ja aufgezeichnet wird. Genau. Ist klar. Ja, ja gut, der Kongress hat seine eigenen Regeln, wollen wir mal so sagen. Mit einer guten alten Fußballweisheit. Eben genau. Ne? Was ich aber noch sagen möchte, es ist ja jetzt mein 3. Kongress nach dem Camp dieses Jahr, also meine 4. Chaos-Veranstaltung. Und es hieß im Vorfeld von mehreren Menschen aus dem direkten Chaos-Umfeld, ja, der Kongress in einem Camp-Jahr ist kleiner, ist nicht so spektakulär. Exhausted, wir haben vorhin über das Motto kurz gesprochen. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, empfinde ich überhaupt nicht so. Aha. Also ich glaube nicht, dass weniger Aufwand betrieben wurde. Ich glaube nicht, dass weniger Liebe reingesteckt wurde. Ich bin bisher auf einem Punkt, wo ich sage, ich bin nicht weniger geflasht als in den Jahren zuvor. Also ganz, ganz klar. Also kein aufgewärmtes Einerlei, sondern nee, überhaupt nicht. Wieder mit nicht mal Leipziger allerlei. Aber ich meine, super. Den macht meine Oma, aber der ist gut. Ja. Aber der Kongress besteht ja auch nicht nur aus technischen Spielereien, die jedes Jahr neu erfunden werden müssen, sondern was letztes Jahr geil war, ist ja dieses Jahr auch immer noch geil. Und was eben ein Riesenfaktor ist, sind eben auch die Leute, die hier sind. Und ohne die Leute geht es eben nicht. So, und wenn die jetzt sagen, okay, wir erfinden jetzt dieses Mal eben nicht die komplette Technik für den Kongress neu, für die Glaswurst und so weiter, und es sah letztes Jahr schick aus, es sieht dieses Jahr schick aus. Das heißt ja nicht, dass man jetzt sagt, wir bauen weniger auf, sondern es wird, glaube ich, weniger neu erfunden. Okay. So, so habe ich das verstanden mit Kongress und Camp. Und du kannst halt einfach die Sachen, die letztes Jahr schon mal funktioniert haben, die kannst du einfach nehmen und kannst die paar Ressourcen, die du ja dann irgendwie vielleicht doch noch hast, eben tatsächlich in das bisschen was Neues oder das bisschen was optimieren, ne, und so weiter dann halt reinstecken. Wo du dann sagst, okay,
das war aber letztes Jahr vielleicht noch nicht da, dass sie halt doch nochmal irgendwie ein neues Projekt oder halt eins, was sie schon lange im Keller hatten, irgendwie jetzt mal rausgekramt haben und dieses Jahr mitgebracht haben, ne? Oder wo man sagt, okay, das haben sie aber jetzt halt nochmal neu überarbeitet oder das funktioniert jetzt besser, ja? Also das ist jetzt vielleicht nicht komplett neu, aber es ist halt trotzdem hier dann wieder eine Bereicherung. Ja. Ja. Gut, zum Schluss fangen wir mal bei der Vera an diesmal. Inga, gut, schon ganz erwartungsvoll. Mit welcher Idee kommst du morgen wieder? Eigentlich habe ich so, als Lars erzählt hat, gedacht, ja, das hatte ich auch vor. Also so mal treiben lassen, gucken. Ich will auf jeden Fall diese Ente löten irgendwie. Die Ente. Die Ente löten? Ente löten. Hättest du mal zugehört, dann wüsstest du, was ich meine. Mein Gott. Jetzt musst du hinterher mit dem Ergebnis leben. Ja, musst du. Genau. Also so Sachen. Ich will noch mal eine Waffel hat essen. Hat er mit der Ente was zu tun am Ende? Am Ende. Nein, eigentlich... Ich weiß okay, es nicht. Wir wollen nichts verraten, was Ente in der Öffentlichkeit gut, alles gehört. Ente okay. gut, alles gut. Ente genau. gut, alles gut. Sendungstitel. Ja, genau. Genau, dann habe ich, ich glaube, morgen eine oder zwei Schichten so bei irgendwelchen Veranstaltungen und dann gucke ich mal. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich als Engel so einzubringen oder genau. Schichten zu machen. Wo hast du dich da so einsortiert? Ich bin tatsächlich einmal im Stage-Management und zweimal bei dem Saalmikro, dass ich da drauf achte, so ein bisschen guck. Weil ich wahrscheinlich mich noch irgendwo mehr eintragen, aber ich wollte nicht mich schon wieder so orgamäßig in Tüdelchen irgendwo wieder ranbinden und für alles verantwortlich mich fühlen und so, sondern einfach wirklich mal gucken und genießen und ein bisschen helfen. Aber auch nicht zu viel und ach, hier muss ich hin und nee, kann ich jetzt nicht mit irgendwie, wenn ihr Waffeln essen geht, sondern ich muss dahin, sondern einfach mal sagen so, ja, also ich habe heute noch eine Schicht und morgen glaube ich zwei, ich weiß es gar nicht genau, muss ich gleich mal gucken. Einfach mal gucken, genießen, treiben lassen. Mhm. Und mal so die ganzen Hallen und Assemblies mal angucken und so. Das habe ich zwar so ein bisschen gemacht, aber noch nicht so detailliert. Die ganze Liebe wahrnehmen. Die ganze Liebe wahrnehmen, genau. Was so aufgebaut worden ist. Ja. Das sind so meine Pläne für die nächsten Tage. Dankeschön. Jetzt fragen wir den Spiegelzwilling. Was machst du? Ja, auch ein bisschen was einsaugen und gucken und machen. Und ja, ich wollte ein bisschen socializen morgen. Also mich mal. Wie geht das? Einfach mal mit Leuten unterhalten, die ich vielleicht noch nicht kenne oder mit denen ich mich noch nicht so viel unterhalten habe. Dann gehst du aktiv auf die Menschen zu? Sagst, ja, ist guten eigentlich Tag, sonst. Ich bin die Inga. Ja, also wenn ich die Leute kenne oder wenn man mal sitzt, dass man sich einfach mal ins Gespräch fallen lässt. Das mache ich im wahren Leben sonst eigentlich nicht so, aber. Warum hier? Weil ich es beim Potstock auch gern mache, tatsächlich. Und hier. Ich was hält dich denn im Gegensatz zum wahren Leben nicht davon ab, es zu tun? Weil die Menschen halt nicht so sind im echten Leben wie in der Potstock und wahrscheinlich hier in dieser Bubble. Also ja, die sind halt nicht, also ja, ich komme mit, also, ja, die sind halt einfach anders. So. So. Nicht und, so flauschig. So. Ich habe natürlich noch ein Date mit Christian im Bällebad, ne? Oh ja. Ich weiß nicht, ob morgen natürlich. Oder... Ja, mit der Ente. Da wird der Schuh draus. Okay. Im Schwarzen, ich habe gehört, es gibt ein kohle-schwarzes Bällebad. In einem großen Teller, den man drehen kann. Genau, und da ist noch ein Löffel drüber. You got me. In einer großen, tiefe Suppentasse in Halle 2. Und da hängt ein Löffel drüber, ne? Ja, genau. Ja, das habe ich gehört. Okay, da gehen wir dann hin. Und kohle-schwarze Bälle sind natürlich. Wartet ein bisschen, bis die meisten Kinder mal hier weg sind, weil das war vorhin die ganze Zeit einfach nur belegt. Entschuldigung, Claudia, ich habe dazwischen gequatscht. Nein, ich meinte nur, sie sollen darauf warten, dass die Kinder vom Gelände sind, weil das Ding war einfach vorhin die ganze Zeit durchgehend belegt. Also da ist man überhaupt nicht reingekommen. So, ja. Was macht ihr gleich? Der Kannibalen. Wir essen gleich. Oh, ja. Schon holen und ins Bällebad. Ja, genau. Bevor jetzt hier der Hunger ausbricht und noch weiteres Beklagen laut wird. Möchte ich die Runde schließen? Nee, du kommst mir jetzt hier nicht aus. Du hast erstens bei jedem gefragt, wann hat für dich der Kongress angefangen? Das will ich jetzt von dir auch wissen. Ja, genau. Genau ich das. Sag Ballot, aber ich bin doch hier der Moderator. Ich darf die Fragen stellen, was er morgen macht. Beantworten, die ich selber stelle. Aha. Ja gut, okay, wann hat der Kongress angefangen? Das war tatsächlich gestern in dem Moment, wo ich hier zur Tür hereingekommen bin. Ich war auf der Hinfahrt so ein bisschen... Ich weiß nicht, angespannt und irgendwie dieses Einpacken und bis das mal alles im Auto war und
Und dieses Loskommen zu Hause, den Schlüssel umdrehen und sagen, so, was, die Lampe, die jetzt noch brennt, die brennt auch noch 4 Tage. Ja? Und die Heizung, die vielleicht zu groß hoch eingestellt ist, die ist dann auch in 4 Tagen noch zu hoch eingestellt. Also einfach mal so dieses Loskommen, das ist für mich immer irgendwie ein bisschen schwierig, das Loslassen. Und war so ein bisschen über die ganze Fahrt auch so ein bisschen angespannt. Und als ich hier hinten durch diesen Nebeneingang reingegangen bin und bin hier über den Flur gelaufen, da habe ich so plötzlich so, wow, da fiel irgendwie so richtig so spürbar was runter. Und da habe ich gedacht, ich bin da. A sort also das, of homecoming. Das ist so ein bisschen was Lars sagte. Ich kann das noch gar nicht richtig fassen, weil so... Ich bin ja jetzt nicht, ich gehöre dem Chaos Club nicht an, ich bin kein Hacker im eigentlichen Sinne, bin hier ja mehr oder weniger doch nur Gast. Und trotzdem hatte das diese echt beeindruckende Wirkung. So, also muss ich sagen, das war gestern wirklich sehr, sehr interessant. Und wie geht's morgen für dich weiter? Okay, ich habe zu lange geantwortet, ich merke. Ja, fasse dich kurz. Hier gibt es überall Postkarten mit dem Aufkleber. Fasse dich kurz. Nimm Rücksicht auf Wartende. Nimm Rücksicht auf Hörende, könnte man da auch draus machen. Hungernde, genau. Entschuldigung. Ja, ich bitte. Ich wurde gefragt. Ja, ich wollte Schluss machen. Ja, mach. Ich bin aus der Nummer raus. Erzähl. Morgen, ich bin dieses Jahr werde ich begleitet von meiner Frau und die hat tatsächlich gesagt, ich möchte einfach mal auch ins Programm gucken und ich möchte auch mal so eine Veranstaltung hier, so einen Vortrag erleben. Ich glaube, der einzige Vortrag, den ich hier mal ernsthaft wahrgenommen habe, das waren die Sachen von Methodisch Inkorrekt, so, wo ich dann auch mal im Saal dieses war. Dieses Ding mit dem Hochzeits. Das habe ich nicht im Saal gesehen, das habe ich hier auf dem Beamer gesehen. Bin, glaube ich, auch ganz froh, weil ich dann konnte ich weglaufen und vor mich alleine vor Rührung weinen. Das musste ich nicht vor allen Leuten tun. Wir haben gerade so ein bisschen geguckt, was man denn vielleicht tatsächlich mal als Vortrag mal live, also ich kenne auch den Trick, von dem Claudia gerade gesagt hat, ja, wird ja eh alles aufgezeichnet, aber vielleicht ist die Atmosphäre im Saal dann doch nochmal ein bisschen was anderes und wir haben da vorhin mal so ein bisschen durchs Programm geguckt und dann so 2, 3 Sachen, wo wir sagen, ja, das ist, sagen wir mal, hoffentlich allgemeinverständlich genug, das ist nicht der absolute Nerd-Talk, wo man nach 5 Minuten irgendwie so, worum geht es jetzt gerade, ja? Irgendwelche elliptischen Kurven? Hä? Und dass ich das auch tatsächlich morgen einfach mal ausprobieren will. Ansonsten ist es so ein bisschen mein Plan, hier den Sendegarten zu betreuen, am Leben zu halten, der Grußonkel zu sein. Und so weiter und so fort. Was macht ihr hier? Und ihr lacht. Also ich habe mich vorbereitet und es war versehentlich das Intro kurz. Outro zu hören. Was kriegen Sie? Es tut mir leid. Da musst du ja nicht leid. Und du kannst es auf ganz subtile Art und Weise machen. Martin, red nicht so lang. Die einen zeigen Schilder hoch, die anderen sagen, sie haben Hunger. Aber bevor... Es ist das Problem, wenn ihr mich fragt, kriegt ihr leider lange Antworten. Das ist bevor du jetzt die Schlussworte sprichst, muss ich noch mal eben eine Sache aufklären. Ich hatte Claudia gerade, nachdem sie die Frage nach Martins Kongressbeginn gestellt hatte, signalisiert, dass ich dann die Frage stellen würde, wie es morgen weitergeht. Das hat der Lars nicht mitbekommen, hat da reingegrätscht. Deswegen habe ich ihn mit dem Wau-Holland-Gedächtnis-Schraubendreher bedroht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt trotzdem noch eine... Ich kann man auch keine Sekunde aus den Augen noch lassen. Noch eine Sache... 360-Grad-Blick. Ich möchte noch eine Sache sagen. Du hast gerade gesagt, du bist weder Mitglied im CCC, noch bist du in irgendeiner Form Hacker oder sonst irgendwas. Und da möchte ich dir widersprechen. Ich finde, dass du auf deine Art sehr wohl ein Hacker bist. Du hackst mit deiner Stimme, mit deiner Art hackst du Menschen. Oh ja. Und das ist mindestens genauso wichtig wie das Hacken von Technik, von Computern, von Sonstigem. Und ich glaube, dass die Podcast-Community dir als Teil des Sendegartens jede Menge zu verdanken hat. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe dich bei meiner Nullnummer oder irgendwann bei einer Veranstaltung im Unperfekthaus in Essen gefragt, sehen wir uns nächstes Jahr auf dem Kongress? Und hast du gesagt, ja, wenn ich eine Karte kriege und eigentlich gehöre ich ja nicht dazu, aber ich finde, dass du
genauso wie Fairy Dust für mich zumindest eine Institution auf diesem Kongress bist, die ich persönlich vermissen würde. Ach. Und ja, das ist jetzt so mein Schlusswort. Und jetzt bist du dran. Ich muss noch eine Sache sagen, was natürlich, weil wir ja nur Audio. Nee, wir haben ja nur Audio. Es wurde gerade von ganz vielen Leuten die Geste des gehörlosen Applaus gemacht. Also ich denke, die umstehenden männlichen und weiblichen und diversen Personen stimmen mir da bei meinen Worten zu. Danke, Martin. Jawohl. Vielen Dank, Martin. Ich freue mich ja, dass das so eine Wirkung hat. So. Und ja, ich... Ja, so, Outro. Ich sage einfach mal danke. Danke dir für diese netten Worte. Danke für diese Runde vom 36C3 Tag 1. Wir haben versucht, so ein bisschen einen Eindruck zu machen. Und für alle, die jetzt hier nicht sein können, aktuell, wir haben live gestreamt, vielleicht haben ja einige zugehört. Vielen Dank für euer Interesse hier, natürlich auch später in der Konserve. Ist eigentlich auch immer ganz spannend, mal so nach einem Jahr zu hören, was haben die denn damals eigentlich geredet? Also ich finde das gelegentlich ganz, ganz witzig, wie denn so die Wahrnehmung war, wenn man dann zum Beispiel dann weiß, wie es weitergegangen ist. Ne? Wenn wir jetzt hier spekulieren, wie geht es weiter, und irgendwann weiß man, wie es weitergeht. Ja, danke Inga und Vera. Winger und Ära. Ich sag ja auch Sebastian zu Lars, also dann darf ich auch. Also das ist wir hören ja auch beide Namen. Bitte, genau. Ihr habt beide Nasen, genau. Ja, die hier ihren Ersteindruck sozusagen mit uns geteilt haben. Viel Spaß weiterhin auch am Mikrofon beim Twin Think Pod. Und hoffentlich viele Fragen aus der Community, die ihr dann auch erschöpfend bearbeitet. Vielen Dank an den Sascha, dass du die erste Folge mit ihm gemacht hast und auch so wunderbare Fragen gestellt hast. Und vor allen Dingen auch Dankeschön, dass du hier ein Auge auf die Technik und auf den Stream geworfen hast. Ich vermute, es hat alles funktioniert. Ich habe gelegentlich mal auf Twitter geguckt, es kommen keine Beschwerden, also scheint alles richtig geklappt zu haben. Ja, ich habe... Jetzt redet er in ein totes Mikro. Aber warum? Doch, jetzt hört man mich. Ich habe keine Ahnung. Okay. Nein, ich habe Rückmeldung bekommen, dass wohl der Stream okay ist, dass alle es gehört haben, die es wollten. Das ist schön. Und das, obwohl es draußen zu schneien scheint. Was? Schneien? Was? Es schneit? Ja, da draußen. Es schneit. Es kommt gelegentlich ein Flöckchen vorbei. Aus dem Haus. Okay, gut. Wir gehen raus. Schlitten fahren. Sieht wie das. Dankeschön für den Überraschungsgast, Christian. Dankeschön an den Simon, der da hinten irgendwo verschwunden ist. Ich wollte eigentlich Simon noch fragen, wie das ist, mit Tochter hier rumzulaufen. Ich wollte dich dann fragen, wie es ist, mit Kind hier rumzulaufen. Simon ist weg, du hast kein Kind dabei. Also diese Frage ist irgendwie im... Wir können morgen. Wir können an den nächsten Tage, kann ich dir erzählen, wie es auf den letzten beiden Jahren genau, im Camp war und so. Das kriegen wir alles hin. Dankeschön für, an Claudia. Danke auch. Auch für den Einsatz hier. Das Ganze sozusagen gebe ich gerne zu an tragen. Ja, alle genau. Jetzt machen wir auch weiter. Alle diese Geste. Juhu. Juhu. Obwohl das eigentlich Quatsch ist. Wir haben ja einen Audio-Podcast. Wir können auch so machen. An alle Helfenden, die da draußen ganz viel tun, dass dieser Kongress gerade über die Bühne geht. Ja. Super. Und mit einer großen, großen Entschuldigung, dass ich deinen Namen eingangs durcheinander gebracht habe. Einen herzlichen Dank auch an Lars. Dankeschön. Ich bin immer noch überrascht, dass du nicht Sascha Sebastian genannt hast, weil er ja die Technik macht. Ja. Ich mache ja die Einspieler heute, also es ist die Outspieler. Genau. Machst jetzt das Outro. Okay. Wir hören den das Outro. Wir probieren es diesmal mit dem richtigen Einsatz. Wenn alles gut geht, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. 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 Mäh. 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 Oh, was für ein Ballett. Herzlichen Dank. C3 Mäh. Super. Gibt's das schon? Was? Ich glaube, ich muss eine neue URL klicken. C3 Mäh. Ja. C3 Mäh.